Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht. Da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn's dir zu heiß wird, mach eine Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht willst du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, Huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung, den Zyklus daraus und das Abenteuer Träume von Tod. Schon in der 20. Folge, wir jähren uns bald das erste Mal, dass wir in voller Besetzung irgendwie das erste Mal gespielt haben. Krass, dass man, wie die Zeit vergeht. Aber schön, dass ihr alle dabei seid. Und heute sind wir auch wieder vollzählig am Start, nachdem Eleanor beim letzten Mal ja leider verhindert war. Ist sie denn heute wieder mit am Start als Elena von Kurkum, die Amazone? Ich bin gespannt, wie es jetzt etwas ruhiger wird. Aber Überraschungen, schauen wir mal. Ja. Ihre Abwesenheit hat sie dazu motiviert, einen Reaction-Stream zum letzten Mal zu machen. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut ihr mal auf Eleanors Twitch oder auf YouTube-Kanal vorbei. Eleanor_2002. Da werdet ihr fündig. Leider funktioniert heute der Bot nicht. Von daher kann ich euch das nicht groß einblenden, aber ihr findet das schon. Ansonsten meldet euch nochmal, wenn ihr überhaupt nichts findet. Aber das denke ich nicht. Ja, dann haben wir noch dabei den Kakko als Osko Gerdenthal, den Pereine-Novizen. Pereine zum Gruße. Heute etwas stimmlich angeschlagen, weil Wackung ist vorbei, du Spasti. Ja. Kennt das überhaupt noch, wer diesen Clip mit dem Wacken ist vorbei? Ja, klar. Klassiker. Ja, wie war es auf dem Wacken? Er war sehr gut. Also das Wetter war teilweise sehr warm, aber an sich sehr, sehr angenehm, ja. Aber auch mal sehr anstrengend wieder. Und guck mal, er hat sich extra beeilt, dass er rechtzeitig zum Stream wieder hier ist. Und nur für euch. Ne? Liebe für den Kakko in den Chat. So, dann haben wir noch mit dabei den Marot als Jandrik, den Golgariten, der nicht geweiht ist. Das muss man immer wieder dazu sagen. Hallihallo. Ja, und dann haben wir noch dabei den Ossi als Astanio, den Weißmagier. Servusle. Servusle. Jetzt bist du unter die Schwäben gegangen. Oder Astanio ist unter die Schwaben gegangen. Darf man eigentlich für so ein... Du bist Franke eigentlich, oder? Ich bin Franke, ja. Darf man das sagen? Schwaben und Franken? Nee, ne? Das ist okay. Solange du den Franken nicht Bayern nennst, ist alles andere ist scheißegal. Aber da darfst du dich nicht Bayern nennen.
Okay, ich lerne ja dazu, ne? Ich komme ja von jenseits des Weißwurst-Äquators. Irgendwie von mir ist alles, was unterhalb vom Ruhrgebiet ist, ja irgendwie Bayern. Nein, nicht ganz. Bloß nicht in Franken sagen, eine gewisse Kopfkassel gemacht. Ja. Ich weiß, dass auch oberhalb des Weißwurst-Äquators die Sierra ansässig ist, als Mora die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Heute mit in neuer Wohnung und mit Streamingzimmer. Alles ganz ganz toll hier. Alles nur für uns. Nur für euch natürlich, nur für euch. Uns. Ja, wir sind immer noch unterwegs in der Rabenmark in Aventurien. Und die sieht so aus. Wir sind im kleinen Ort Geisfeld. Seht ihr, schwer zu orientieren auf der Karte. Relativ weit links, kurz hinter dem Todeswald, ist die gestrichelte Linie auf der linken Seite. Und sie haben den Auftrag, die Ankunft des mittelreichischen Heers in der Ostrabenmark, die besetzt ist von Nekromanten, vorzubereiten. Und sind nun in Geisfeld, der Stadt, denen es in der Ostrabenmark sehr, sehr gut geht. Das nochmal immer zu betonen, weil die ganze Ostrabenmark ja eigentlich durch Borberats Handeln ziemlich mitgenommen ist, was so Flora und Fauna und alle möglichen anderes Dinge angeht. Aber in Geisfeld ist quasi die Kornkammer der Ostrabenmark. Und das merkt man auch, denn sogar im Winter, den wir jetzt gerade haben, wachsen Feldfrüchte. Und den Leuten geht es mega gut. Und ihr habt herausgefunden, dass das teilweise wegen Blutopfern wohl ist. Was Jandrik natürlich überhaupt nicht duldet als Golgarit. Die anderen sind da so ein bisschen offener. Osko vor allen Dingen auch, weil er gemerkt hat, dass so ein bisschen was auch mit einem ans uralten Pereine-Kult zu tun hat, den er zwar noch nicht richtig kennt, aber zumindest ist es mal interessant. So archaische Pereine-Verehrung. Für Elena sind so Blutopfer wahrscheinlich irgendwie gar nichts Ungewöhnliches. Einmal, weil sie ganz lange in der Rabenmark gewohnt hat und das kennt. Und zweitens, als Amazone sind nun mal Blutopfer an Rondra auch nur üblich. Aber mal gucken. Und beim letzten Mal hattet ihr eine Auseinandersetzung mit einer mächtigen Gestalt, dem Seelensammler, dem Boten Tagunitots. Und der hat sich mit euch unterhalten, hat Astanio einen Handel nicht aufgezwungen, sondern angeboten, auf den Astanio auch eingegangen ist zuerst. Und Astanio wollte nämlich seinen Dämonen mal loswerden, was er sich irgendwo eingefangen hat. Und das hat der Seelensammler für Astanio dann auch bewirkt. Allerdings wollte sich Astanio von ihm nicht berühren lassen und ist dann gegen Ende der Unterhaltung noch ein bisschen ausgerastet, in Anführungsstrichen, hat den Seelensammler angegriffen. Und Osko vom Seelensammler danach erfahren hat, war der davon nicht so hundertprozentig begeistert von diesem Handeln. Und während die anderen sich noch über die Ausläufer dieses Gesprächs noch im Klaren werden mussten und irgendwie informiert werden mussten, was denn passiert ist und auch nicht glauben konnten, was da alles im Detail passiert ist, hat Osko eine Vision empfangen von wem auch immer. Eine merkwürdige Ergriffenheit hat ihn umfangen und ihm ist eine Vision zuteil geworden, die er sich auf den Unterarm mit einem Kohleschrift geschrieben hat und euch auch irgendwie gezeigt hat. Und Jandrik hat es erkannt als die Vision des Orakels der Nacht, eine geheime Vision, die im Golgari-Orden mächtigen Einfluss gebracht hat, denn sonst gibt es nur noch drei andere, die sich eigentlich damit befassen groß, nämlich die Obersten des Golgari-Ordens, ehemals Lucardus von Kemet, der war ja der Oberste, der Gründer auch des Ordens, und Borondria, die beiden waren quasi live bei der ersten Übermittlung dieses Orakelspruchs dabei in der Wüste Kom. Und Jandrik hat sie merkwürdigerweise aus irgendwelchen Gründen auch empfangen, aber viel, viel später. Und Jandrik weiß auf jeden Fall, dass Borondria und auch Lucardus
sehr, sehr lange versucht haben, diesen Orakelspruch irgendwie deuten zu können. Und das ist irgendwie alles noch nicht so ganz klar auf den beiden. Und haben Jahrzehnte damit zugebracht und sind durch, also Borondria ist durch ganz Aventurien gereist, um das Ganze zu entschlüsseln. Und jetzt hat auch Osko diesen Orakelspruch bekommen. Und ja, ihr habt euch entschlossen, nach den ganzen schlimmen Dingen, die euch da in Anführungsstrichen passiert sind, erstmal wieder zur Ruhe zu begeben und einmal eine Mütze Schlaf zu nehmen und mal genügend für jeder für sich darüber nachzudenken, was passiert ist. Natürlich ging ordentlich Geld, weil die Zimmer sind ja nicht umsonst. Ihr hattet zuerst nur für eine Nacht bezahlt. Jetzt noch für die zweite. Langsam werden auch die Groschen bei euch etwas weniger in den Geldmünzenbeuteln. Aber es reicht alles noch. Und am nächsten Morgen ganz früh rät der Hahn und reißt euch aus dem Schlaf. Aber da gehen wir dann gleich nochmal rein. Hat irgendwie jemand anderes noch irgendwie was zu ergänzen, was er oder sie noch irgendwie sagen möchte? Jo, gut. Ich kann nochmal sagen für euch, es gibt dieses ganze Spiel hier auch als Podcast etwas aufgearbeitet und geschnitten. Da könnt ihr auch mal reinhören, auf allen möglichen Podcatchern zu hören. Und ich habe mich mit Elanor abgesprochen. Wir wollen versuchen, deswegen ist die aktuelle Folge auch noch nicht erschienen, also von letztem Mal, dass Elanor das, was ich quasi Elena das letzte Mal in den Mund gelegt habe, dass sie das nochmal einspricht, sodass ihr dann quasi das volle Erlebnis habt, als wäre Ella nur die weg gewesen. Das wäre nochmal, ist doch mal eine ganz coole Sache. Ja. Ja, Dollard Power hat damit gerechnet, dass Kakko heute aus dem Zelt in Wacken zugeschaltet wird. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, der war viel zu schnell wieder zu Hause. Ich bin auch schon letzte Nacht gefahren. Aber gut. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, in die Rabenmark hinein und hoffen, dass Sierra wiederkommt, bevor ich es geendet habe. Und dass irgendwie kein Internetausfall ist oder sowas. Na, da ist sie schon wieder. Guck mal. Schup. Ariakos. Ariakos, ist das richtig ausgesprochen? Ich und Namen, ne? Könnt ihr nicht alle Koali heißen? Das ist viel einfacher. So. Hallo, wir sind bei Folge 4, müssen noch nachholen, aber bis in 2 Wochen sollten wir hoffentlich wieder wirklich live dabei sein können und den Anschluss haben. Extrem toll, euer Stream. Vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment. Dann hoffe ich mal, dass euch auch die nächsten 16 Folgen noch gefällt. Ja. Gut. Dann begeben wir uns dann für jetzt gleich in die Rabenmark. Kleiner Hinweis noch natürlich gleich, wenn ihr was in den Chat schreibt, seid gerne eingeladen. Der Bot funktioniert heute aus irgendwelchen komischen Gründen nicht. Wir lesen alles mit und antworten auch auf Fragen und Anregungen, wenn wir das können. Allerdings erwartet es nicht, denn wenn wir im Spiel vertieft sind, kann es auch mal sein, dass wir was übersehen oder nicht darauf antworten können. So. Der Hahn kräht früh an diesem Wintermorgen in Örtchen Geisfeld in der Ostrabenmark. Durch die nicht ganz dichten Fenster des Gasthauses, in dem ihr untergekommen seid, weht ein kalter Wind von draußen herein. Und wenn ihr die Läden öffnet, ist auch ein Schneefall wieder zu sehen. Dicke Wolken haben den Himmel verhangen und draußen haben die Leute, die schon jetzt so früh auf der Straße unterwegs sind, ihre Kapuzen, Hüte und Mäntel tief um sich geschart, um ein bisschen Wärme zu erhaschen.
Und sobald ihr einen Fuß unter der Bettdecke hervorstreckt, merkt ihr auch gleich die Kälte im Raum, die über Ed Childs schon etwas unangenehm ist. Und ihr hofft, dass unten in der Gaststube ein warmes Feuer brennt, das euch die Wärme in den Körper zurückbringt. So erwacht ihr alle, einer nach dem anderen, immer noch gezeichnet durch die Geschehnisse des letzten Tages, vor allen Dingen des letzten Abends, mit einigen Fragezeichen, die euch fast schon auf die Stirn gemeißelt stehen, und verschlafen, aber doch frohen Mutes und nachdenklich kehrt einer nach dem anderen unten in die Gaststube ein, die auch am heutigen Tag bis auf euch niemanden groß beherbergt. Die Wirtin ist natürlich, wie auch gestern schon, im Schankraum anwesend und werkelt an ihrem Tagwerk. Man hört auch von draußen aus dem Anbau der Winzerei schon geschäftiges Treiben an Geräuschen hinüberdringen und von draußen eben die Geräusche des Marktes. Aber sonst ist hier in der Stube jetzt gerade niemand und ihr könnt euch frei unterhalten, frei frühstücken, denn das Frühstück ist im Preis ja inbegriffen. Ja, ich denke mal, dass den frühen Morgen Oskar auf jeden Fall genutzt hat. Er ist es ja gewohnt, sehr früh aufzustehen und dann schon zu arbeiten. Würde sich also vermutlich als Erster im Schankraum befinden und dann über dem jetzt komplett abgeschriebenen Pergament, also der komplett abgeschriebene Botschaft sitzen. Probiert das aber dann so zu drehen, dass die Wirtin das erstmal nicht lesen kann. Soweit, und hat sich dann auch den Rest vom Arm geschmiert. Man sieht vielleicht noch kleine Reste des Kohlestiftes, die er aus seinem Unterarm verwischt hat. Und dann brütet er bereits darüber, liest sich immer wieder die Zeilen durch und beachtet dann vermutlich auch die Ersten nicht, die dann zu ihm stoßen werden. Ja, als Lena zu ihm stößt, sieht man sie ein bisschen gerötet im Gesicht. Sie hat wohl halt oben auf dem Zimmer ein bisschen trainiert und Sport gemacht, holt sich dann was zu essen, setzt sich zu Osko, lehnt sich über das Pergament, aber sieht dann, dass er in Gedanken ist und trinkt erstmal einen Schluck und isst was. Warum? Ich verstehe gefühlt nur die Hälfte. Und selbst die nicht mal richtig. Kannst du es mir nochmal zeigen? Lena lehnt sich auch. Ja, hier. Da. Ja, das mit dem. Ich habe es letzte Nacht mir schon ein halbes Dutzend Mal durchgelesen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich müsste mehr darüber wissen, aber. Woher? Vielleicht hilft es, jeden Abschnitt einzeln durchzugehen, zu schauen, von wem da gerade gesprochen wird in den Abschnitten. Vermutlich schon. Ich habe auch wenig geschlafen. Ich habe versucht, irgendwas aus meinem Buch vielleicht darüber zu finden, aber ich habe natürlich da nichts, aber nicht wirklich gehofft, irgendwas zu finden, aber versuche was wert. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das wichtige Informationen hier sind, die uns helfen sollten, aber ich kriege sie da nicht raus. Ich weiß nicht, sagt es dir irgendwas mehr? Naja, es stellt sich die Frage, wer halt die Leute sind. Ich meine, es wird von einem Tyler geredet, der das Schweigen gebrochen hat. Ein junger Körper, der mit altem Blut genährt ist. Faulendes Unsein, was dann das macht. Der nächste ist so richtig, der letzte Absatz da ist so richtig verwirrend, bis auf die Sache mit dem Blitz, wo ich letztes Mal schon gesagt, gestern Abend schon gesagt habe, dass es der Blitzeinschlag von Rondras Streitwagen auf Wahrung sein könnte. Ja, du hattest davon erzählt, stimmt. Ja. Dann Streiter für ihre Herren entscheiden den Kampf. Könnten wir mit gemeint sein, weil jeder für irgendwie einen Gott streitet? Aber wer sind dann die sechs im nächsten Abschnitt? Ich weiß das auch nicht. Oder es hat etwas mit unserem Traum zu tun.
Das denke ich auf jeden Fall, weil dieser Kampf, in dem im ersten Abschnitt die Rede ist. Brütet ihr immer noch darüber? Und Mora steht eigentlich direkt hinter euch. Und sieht, wie er über den Pergament lehnt. Morgen. Ja, immer noch. Setzt sich schweigend, hat schon einen Becher heißen Tee in der Hand und nippt, trinkt. Aber scheint dem Pergament nicht wirklich Beachtung zu schenken. Ich habe das Gefühl, dass wir uns erstmal dem hier widmen sollten, bevor wir irgendwas weitermachen. Ja, sonst geht es unter und wird vergessen. Was wird vergessen, ja. Eigentlich sollte überhaupt niemand von euch das jemals zu Gesicht bekommen. Jandrek steht an der Tür. Wie meinst du das? Lena schaut ihn an. So ein bisschen kalt und versteinerte Miene. Diese Prophezeiung, dieses Orakel, es ist in meinem Orden bekannt. Bei nur den wenigsten, bei den wichtigsten, genau genommen nur bei der Herrin selbst. Aber wir kennen es. Ich habe es schon gehört und sie auch. Ich sprach mit ihr darüber. Ich habe es fast schon wieder vergessen. Aber warum wir es jetzt hier haben, das verstehe ich nicht. Aber wenn du sagst, es ist nur den wichtigsten aus deinem Orden zugänglich. Es ist ein Geheimnis, ein tiefes Geheimnis. Aber und das ist von großer Macht und großer Bedeutung. Und ich weiß nicht, was das heißt, dass wir es jetzt hier in den Händen halten. Ich kann es ja auch nicht sagen. Wie gesagt, es kam mit dem Wind. Ich habe die Worte in meinem Kopf gehört. Ich meine, und ich weiß, dass das klingt, als wäre ich verrückt, aber wenn es genau die Prophezeiung ist, würde es was zu bedeuten haben. Warum ich sie empfangen habe und ich tue zum Beispiel ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie schon empfangen. Ja. Längere Zeit schon. Das meinte ich. Aber wenn es der Wind dir zuflüstert, der schaut nach oben, als würde er durch die Decke etwas dort sehen. Ich habe zumindest keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Ich meine, ein paar Sachen hatten wir ja schon, aber zu einigen Teilen ist das wie ein Rätsel für mich. Ja, ja. Lies es nochmal vor. Stück für Stück. Oskar würde dann noch einmal die ganze Prophezeiung einmal vorlesen, leise den anderen, damit die Thekendame das nicht mitbekommt. Nur der Leben Tod vergeht. Besteht. Ja. Auf den Leben Tisch. Vergeht im Todeskampf von Blut, Schweigen und Fäulnis. Streit vergessen, Rabe und Herr. Altes Blut, genährt im jungen Körper, verflossen ohne Sinn. Einfaches Schweigen, zweifach gebrochen, vom Teiler, der dreifach dient und vierfach scheint. Faulendes Unsein nährt sich aus altem Leben, gebiet nichts als den Tod. Vergessen, geschwächt durch das Leben, Geist, geschwächt durch hohes Opfer. Albtraum, getroffen vom gleißenden Blitz. Die mächtigsten Streiter für ihre Herren entscheiden den Kampf. Drei begreifen, zwei verraten, einer besteht. Herr im Tod allein und Sieger wird sein, dessen Streiter treu dient. Vergessen stirbt, Albtraum zerplatzt, Geist vergeht. Nur der Tod besteht. Jandrek lauscht diesen Worten und erinnert sich an die Dinge, die er einst mit seiner Herrin besprochen hat und die er darüber weiß. Jandrek muss tief graben im Gedächtnis. Er hat die Ausbildung im Golgarithenorden ja durchlaufen, war drauf und dran, die Weihen zu empfangen, die ihm dann am letzten Tage noch verwehrt wurden.
Er war nie der aufmerksame Schüler der hohen Lehren. Er war vielmehr jemand, der Interesse auf anderen Gebieten hatte. Vielleicht hat das Borondria ja auch in ihm gesehen und vielleicht hat genau das ihn an diese Stelle geführt. Und dennoch ist er sich jetzt im Klaren, dass er sein Gedächtnis etwas zutage fördern muss. Er weiß, dass da irgendwas ist, in sein Herz fühlt es, weniger sein Kopf. Und so gräbt er in den Tiefen in Erinnerungen die Lehrstunden des alten Meisters, dem Rohrstock, die euch die Prophezeiungen und die alten Lehrtexte eingeprügelt haben. Das Auswendiglernen. Und dann erinnert er sich an einen verschrobenen alten Lehrmeister, der einen Gastvortrag hielt. Einen Abend, zu dem du nur hingegangen bist, weil eine hübsche andere Anwärterin vor dir saß im Vorlesungsraum. Es ist nie etwas geworden und du hast auch nicht wirklich aufgepasst, als der Alte etwas erzählt hat. Doch ein paar der Worte dringen immer noch durch das Herz von Jandrik. Denn er hatte sich ziemlich aufgeregt, der ganze Saal, in dem Jandrik saß. Der alte Mann hat auch seinen Vortrag nicht beenden können. Vielleicht ist es das, was Jandrik nun die Erinnerung wieder hochholt. Ketzerische Gedankengut. Viele haben es als wirres Zeug abgetan, was dieser Mann dort sprach. Er sprach davon, dass der Tod, der Herr Boron selbst, dass er die Macht über den Tod nicht einfach so hätte, sondern der Tod geteilt in seiner Macht ist. Ketzerisches Gedankengut. Wie kann man so etwas behaupten, dass der Herr des Todes und des Schlafes und des Vergessens, dass er seine Macht teilen muss mit irgendwem anders? Und dann redet er auch noch von der Widersacherin, von Thagunitot. Sie einmal genauso viel Macht hätte wie der Herr Boron selbst. Noch mehr ketzerisches Ding. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, denn diese Vorlesung fand statt, während die Orken in das Mittelreich einfielen, oder zumindest kurz danach, hat er auch noch einer orkischen Gottheit Anteil am Tod gegeben. Der Blutgott der Orken wäre auch der Tod. Solches ketzerisches Denken ist in deinem Orden eigentlich verpönt. Und man hat den alten Mann auch vom Hof gejagt wegen seiner Vorlesung. Er war nie wieder da. Und dennoch kommt es dir jetzt hoch. Die drei Entitäten, die auch in euren Träumen waren, das passt irgendwie zusammen. Der Orkengott, dunkle Mutter und der Herr Boron selbst. Was ist, wenn sie um die Macht des Todes streiten müssen, damit einer sie beherrscht oder eine? Was ist, wenn der alte Mann recht hat und die Kraft und die Stärke des Herrn Boron nur daher rührt, dass er den letzten Kampf gewonnen hat? Dieses Orakel, es spricht von einer alten Ketzerei, die nicht wahr sein kann, nicht wahr sein darf. Ich habe vorher nicht viel darüber nachgedacht, weil so viel anderes passiert ist, aber allein die Tatsache, dass Borondria offensichtlich daran glaubt, ist schon gefährlich. Es ist wie unsere Vision, die wir hatten von den Kämpfenden. Diese Kämpfenden
laut der Prophezeiung und laut unserer Träume und laut dieser Ketzerei kämpfen um die Herrschaft, um den Tod, um die Macht des Todes. So wäre es dann, dass Boron nicht alleine die Macht über den Tod hätte, sondern dass andere diesen Einfluss auch haben könnten. Der Orkgott etwa und die Widersacherin. Aber das kann nicht sein. Und das kann nicht wahr sein. Und je mehr ich darüber nachdenke, hier in diesem Lande habt ihr diese Prophezeiung gehört. Und auch ich habe es hier gehört. Es muss Ketzerei sein von den Dämonen oder was auch immer, von der Widersacherin zu uns gesendet. Das würde alles erklären. Naja, wenn du überlegst, welchen Traum Osko hatte, bevor wir diesen Traum mit dem Kampf hatten, das. Wie war das noch, Osko? Die Tagunikotot mit den ganzen Knochen auf dem Knochenthron? Da ist das mit der Todesgöttin nicht so weit hergeholt. Sie wird als. Die wird ja auch als Todesgöttin hier verehrt. Nur Boron herrscht über den Tod. Das ist Moment. Das Erste. Das ist das Erste, was wir lernen. Und das Letzte, was wir sagen, bevor wir geweiht werden. Nur Boron. Und er hat immer über den Tod geherrscht. Das ist unmöglich. Alles andere wäre. Ich möchte in keiner Weise irgendwie. Aber vielleicht von dem, was ihr gerade gesagt habt, mit diesen anderen Göttern, dass Elena hat ja nicht Unrecht. Ich meine, in den Jahren, in denen ihr alle hier lebt, ihr anderen, ihr kennt das. Die dunkle Mutter ist hier dafür da. Sie ist die Herrin über den Tod, hier zumindest in den Landen. Aber wenn das, was du oder was dir gesagt wird, ja nicht stimmt, dann passt es doch tatsächlich zu dem, was wir geträumt haben. Was ist, wenn der Kampf, den wir gesehen haben, nicht der erste war? Ja. Was ist, wenn Boron die Kämpfe gewonnen hat? Mal und mal, dass es ein wiederkehrendes ist. Nur, dass er immer als der Sieger hervorkam. Aber es würde bedeuten, dass Boron nicht von sich aus der Herr des Todes ist. Es würde bedeuten, dass er nicht der Tod ist. Es würde bedeuten, dass es etwas ist, um das man kämpfen kann, dass andere Kräfte sich das erringen können. Und diese Vorstellung ist, würde es nicht letztlich sogar bedeuten, dass Boron nicht wirklich ein Gott ist? Mir geht's, dreht sich's gerade, wie ist es, ich mag es fast nicht aussprechen, nur wie ist es, wenn es bei anderen nicht anders ist? Es ist ein sehr ketzerischer Gedanke und er gefällt mir überhaupt nicht, aber wer ist das, wenn er nicht der Einzige ist? Dass jeder sich seinen Platz erkämpft hat. Es widerstrebt mir genauso wie dir. Mir stellt sich gerade der Nacken hoch, das auszusprechen. Verzeih mir, Rundra. Während ihr so diskutiert, seht ihr plötzlich einen riesigen Haufen von Essen auf euch zukommen. Ja, Hendrik blickt irritiert in die Richtung. Und Astalio lässt sich mit einem scheppernden Teller auf den Tisch fallen. Da hat wohl jemand seinen Appetit wiedergefunden. Ja. Besser ist es. Das ist eine gegönnt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß gar nicht, was irgendwas noch heißt, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir einfach mal annehmen, dass es so ist. Auch wenn mir der Gedanke missfällt und ich verstehe deine Bedenken, Jendrik, Elena. Allerdings hatte ich schon, seit ich in dem Buch gelesen habe über den Kult, den es schon mal gab, vielleicht war es auch nicht immer so, wie es jetzt ist. Denn ich hatte es euch ja schon gesagt. Und Osko holt wieder seinen alten Wälzer hervor, den er ganz kurz euch nur zeigt, bevor er ihn dann wegpackt. Es scheint, bevor die Herrin Piraine angebetet wurde, scheint es hier eine
Art anderen Kult gegeben zu haben. Vielleicht ist es das, was in der Art, was die, du sagst es ja, es hat irgendwas mit den Schwarzpelz zu tun, dieser Orkengott. Also vielleicht ist es etwas so Urtümliches. Dann wäre der Gedanke gar nicht so weit weg, dass es mehrere Götter gibt, die den gleichen Aspekt innehaben. Wobei das auch mir irgendwie missfällt. Das würde bedeuten, dass sie alle dasselbe Recht auf diese Macht haben, oder nicht? Und das ist Ketzerei. Das würde heißen, dass die Macht ihnen nicht innewohnt. Ja. Und dass sie sich theoretisch jeder nehmen könnte. Dass Gottsein nicht etwas ist. Ich bin nicht bereit, diesen Gedanken weiterzudenken. Eins ist klar, selbst wenn es so wäre, wenn diese Kämpfe stattfänden, dann kann es nur so sein, dass Boron sein angestammtes Recht gegen jene verteidigen muss, die es ihm Unrecht nehmen wollen, die Perversion daraus tun wollen, die Widersacherin. Was würde sie damit tun? Wir sehen es in diesem verdorbenen Land. Wir würden sehen, was es bedeutet. Der Tod wäre nicht das Ende. Untote Kühe würden überall herumlaufen. Das ist das, was sie aus dem Tod machen würde, oder nicht? Und dieser Orkengott, Gott, was rede ich da? Der wäre... Ich will gar nicht wissen, was für eine Welt es wäre, wenn er die Kraft über den Tod hätte. Na, er ist ja schon raus, oder nicht? Der Totengott. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber warum kommt diese Prophezeiung dann jetzt wieder? Was bedeutet das? Sie muss etwas zu bedeuten haben. Eine Prophezeiung prophezeit nichts, was passiert ist, sondern etwas, was gekommen wird. Das ist das Wesen einer Prophezeiung. Einen Teil hattet ihr ja schon entschlüsselt am letzten Abend. Das ist auf Wahrung und den Einschlag des Streitwagens der Göttin Rondra zurückführen. Das könnte also das aktuelle Zeitgeschehen in der Prophezeiung vorkommt. Mhm. Und was ist mit dem, ich meine, Leben vergeht im Todeskampf von Blut, Schweigen und Fäulnis. Das sind die drei Götter. Aspekt, die drei, naja, ich nenne es mal, ja, die drei, die streiten. Boron, der Gott der Orks und die dunkle Mutter, was wir gesehen haben. Aber dann mit dem Streiten vergessen, Rabe und Herr, wer sind die drei jetzt? Osko weiß aus seinen Studien, aus seinem Buch, dass die Götter Werkzeuge besitzen, mit denen sie bestimmte Dinge tun. Zum Beispiel der Streitwagen Rondras. Einige der Werkzeuge sind den Menschen bekannt und zugänglich, wie eben auch der Streitwagen. Andere sind verschollen oder eben nicht bekannt oder für Menschen zugänglich. Was wäre, wenn die drei toten Götter Blut, Schweigen und Fäulnis, Tairach, Boron und Tagunitot mit Waffen kämpfen, die hier benannt sind. Kleinen Moment. Und wieder rums. Holt aus dieses schwere Buch hervor. Da war doch etwas. Da war doch. Genau. Ilena. Ja. Du hast es gerade selbst gesagt. Der Streitwagen. Ja. Was ist der Streitwagen? Er ist eine von Rondras Waffen. Mit dem zieht sie in den Krieg. Ja. Er ist eine Waffe. Er ist ein Werkzeug. Oder Werkzeug, ja, Waffe, ja, nicht wirklich. Werkzeuge und Waffen haben alle der Götter. Mhm. Die Rempereine, der Herr Boron, alle. Mhm. Und hier in meinem Buch gibt es eine kleine Passage von Werkzeugen, die bekannt sind. Allerdings schrieb schon der Herr Parinor, dass einige dieser Werkzeuge noch nicht bekannt sind. Mhm. Was ist, wenn es von Blut, Schweigen und Freundes, Streiten, Vergessen, Rabe her?
ihr habt es gelesen, ein Todeskampf. Mhm. Was ist, wenn ihr in gewisser Weise von den Waffen der Götter gesprochen werdet? Was ist, wenn hier Werkzeuge benannt werden, die es noch nicht gibt oder die noch niemand gesehen hat zuvor? Ja, der Rabe ist dir bekannt, Golgari. Aber das Vergessen, wie auch immer das Vergessen wirkt, und Herr, der Seelensammler. Aber vielleicht ist in diesem Text irgendetwas drin enthalten, was uns Aufschluss darüber gibt, was für Werkzeuge diese Götter nutzen. Könnte es in der Theorie das sein, oder? Herr Stanio, habt ihr da irgendwas von gehört? Ich weiß nicht, habt ihr da eines? Stanio wischt sich den Mund ab. Ich kann dir wenig zu den Göttern sagen, bis auf eine einzige Geschichte, die uns beigebracht wird. Demnach, Stanio schielt rüber zu Jandrik, heißt es, dass Marda ein Kind aus einer Sterblichen ist. Was? Mhm. Also eine Halbgöttin? Marda ist nach offiziellen Lehren, ihr wisst schon, Mardas Fluch. Deswegen gibt es Magie. Ja, wisst ihr alle von? Gut. Hesinde und ein unbekannter Sterblicher sollen angeblich Marda gezeugt haben. So wird es uns beigebracht, zumindest in der Schule. Das heißt, es ist gar nicht mal so weit hergeholt. Es gibt Halbgötter, die von Sterblichen abgekommen. Es gibt Halbgötter, die von zwei Göttern gezeugt worden sind. Ich sehe da jetzt keinen großen Step dazu, dass es andere Götter für andere Entitäten gibt. Was ist denn, und Astalio stützt so leicht versonnen den Arm auf, wenn es Götter für jede Spezies gibt? Die Angroschim sind reden ja auch von ihren eigenen Göttern. Nur gehen wir meist davon aus, dass das dieselben sind, nur mit anderen Bezeichnungen. Aber wissen wir das? Mhm. Worüber beobachtet in diesem Moment Jandrik, der neben ihr sitzt, der sich so verspannt in diesem Moment? Ja, der schaut angespannt zu Astanio und du siehst Unsicherheit, irgendwas kämpft in ihm. Aber er sagt nichts. Sie beobachtet ihn weiter. Sie will nicht, dass das hier eskaliert. Okay, Usko, weiter. Der nächste Absatz. Sind wir es gerade her? Altes Blut, genährt in jungem Körper, verflossen ohne Sinn. Altes Blut genährt in jungem Körper. Was ist das älteste Blut, was sich Osko vorstellen kann? Im Mittelreich. Na, die Kaiserfamilie. Osko kratzt sich den Kopf. Altes Blut. Und Osko denkt nach. Naja, was ist denn älter als die Familie des Kaisers? Dann kommt ihm aus der jüngeren Geschichte der jüngste Vertreter, einer der jüngsten Vertreter der Kaiserfamilie, Selindrian Heil. Der hat durchaus eine Verbindung zum Tod und zu Boron. Zumindest sagt man, dass er eine Verbindung zu Boron hatte. In Auseinandersetzung mit Orken hat er auch gestanden. Denn angeblich hat er ein mächtiges Artefakt eines orkischen Schamanen zerstört und hat dabei sein Leben gelassen. Moment mal.
Kaiserfamilie. Das ist schon so lange her. Aber da gab es doch jemanden, der... Jendrik, da gab es doch jemanden, der eine Verbindung hat. Zu Bohren oder Erik da. Sag nochmal den Namen, bitte. Selindrian Heil. Heil. Ein Nachfahre von dem legendären Kaiser Hal, der sich selber zum Gott ausgerufen hat. Selindrian Hal. Ja, genau, Selindrian war der Name. So hat es mir mein Lehrmeister, der hat mir die Geschichte erzählt. Er hat doch gegen die Schwarzpilze gestritten. Oder nicht? Kann sein, ja. Und dabei ist wie ging die Geschichte nochmal? Er hat gegen ein Heer aus Orks gekämpft, hat irgendwas mit einem Artefakt zu tun. Und jetzt, also sagt diese Zeile, dass der Osko, wo Osko davon erzählt, kommt Jandrik auch wieder was hoch. Irgendwie, da hat er auch in Geschichte, hat er nie groß irgendwie Interesse dran gehabt, irgendwie an der Kaiserfamilie. Aber man sagt diesem Selindian tatsächlich eine Besonderheit in der Boron-Kirche zu, denn er ist von den Toten auferweckt worden. Er war einmal 5 Tage lang tot und ist dann wieder auferstanden. Von daher nennt man das als besonderes Wunder von Rondra. Von Boron, nicht von Rondra. War Teil eines Bohrenwunders, er soll wieder auferstanden sein, aber diese Zeile, die sagt dann also aus, dass dieses Blut, was er vergossen hat im Kampf gegen die Orks, sinnlos war. Verstehe ich das richtig? Das ist nur ohne Sinn. So scheint es für mich, ja. Und warum? Vielleicht, weil er der wahre Feind, der Bohren gefährlich werden könnte, nicht mehr die Orken waren, sondern die dunkle Mutter. Ja, es kann natürlich sein, dass er sich gegen den falschen, also gegen einen anderen Feind gerichtet hat, von dem er dachte, dass er die Bedrohung ist, die es aber nicht war. Aber wenn ich unsere Vision richtig deute, ist die Orkengott aus dem Spiel. Es ist nur noch ein Kampf zwischen Dagunitor und Bohren. Deswegen waren vielleicht seine Bemühungen, sinnlos vermutlich nicht. Es wäre nicht Teil dieses Wunders geworden, aber in unserer Situation nicht mehr wichtig. Okay, weiter. Einfaches Schweigen. Zweifach gebrochen vom Teiler, der dreifach dient und vierfach scheint. Da klingelt bei mir so überhaupt gar nichts. Jandrik, ist klar, der Teiler muss Boron sein, denn Boron ist der Teiler, der Trend zwischen Leben und Tod. Ja, das sagt er so. Okay, dann haben wir schon mal den Teiler. Was ist mit dem einfachen Schweigen gemeint? Einfaches Schweigen, zweifach gebrochen von Teilen. Vielleicht. Aber was immer er geschwiegen hat, er hat es zweimal nicht getan. Was könnte er auf diesen Kampf anspielen? Oder auf irgendwas anderes? Der dreifach dient und vierfach scheint. Naja, vielleicht ist es nicht Boron allein, sondern einfach der Tod selbst, der dreifach dient, weil er als drei Gottheiten auftritt. Gibt es noch jemanden, der wieder auferstanden ist? Ja, Dirk, denk nach. Wenn das Schweigen gebrochen wurde, zweimal? Borbarat. Aber der wurde so wiedergeholt, nicht durch ein Wunder. Das stimmt. Aber das würde erklären, warum es heißt, gebrochen zu sein. Denn dadurch wurde das Schweigen gebrochen. Aber nicht von Barbara, sondern von
verstehe, dass wir wütend sein, Janik, aber probiert euch zu beherrschen. Dario schaut Janik kalt an und sagt, wir versuchen hier nur eine logische Entschlüsselung rauszufinden, Junge. Stanio überlegt mit seinem messerscharfen, logischen Verstand noch einmal und bezieht noch mal alles auf die erste Strophe Blut, Schweigen und Fäulnis. Blut ist bestimmt der Blutgott der Orken, Tairach. Das soweit wart ihr schon. Fäulnis ist auf jeden Fall die Herrin der Untoten, die Fäulnis von sich gibt. Das heißt, das Schweigen ist auf jeden Fall Boron. Aber was ist einfaches Schweigen? Und warum ist es gebrochen? Irgendwas muss es mit der Boron-Kirche zu tun haben. Und wenn die zweite Strophe ein Hinweis auf ein Zeitgeschehen ist, nämlich den Tod von Selindrian Hal, vielleicht ist auch die nächsten Strophen auch Hinweise in der Zeitgeschichte. Was passiert in der Boron-Kirche in der letzten Zeit? Das sind Gedanken weiter. Eine Teilung. Genau. Auch das ist schon passiert. Ebenso die nächste Strophe. Auch schon passiert. Das faulende Unsein Tagunitot nährt sich an dem Leben, die Ostraben mag. Die vierte hattet ihr ebenfalls, also die nächste hattet ihr ebenfalls schon übersetzt ins Zeitgeschehen. Die Frage ist, an welchem Punkt ist es noch nicht geschehen? Nächste. Die mächtigsten Streiter für ihren Herrn entscheiden den Kampf. Also. Es streiten vergessen Rabe und Herr. Den Raben kennen wir bereits. Der Rabe. Albenisch. Wenn er der wirklich der Rabe ist, der ist eher. Golgari. Golgari ist der Rabe. Einziger. Ist das so? Oder was? Das ist die große Frage. Hatte das gestern nicht noch irgendjemand. Es war gestern so spät schon. Elena, Asanio räuspert sich. Gut, ich wollte eigentlich genau das hier nicht hier auf den Tisch bringen und ich muss Jandrik jetzt bitten, ruhig zu bleiben. Alles gut. Ich war gestern in der Bibliothek. Ich wollte noch weiter herausfinden, wie es dazu kommen konnte, dass auch dieser Dämon sich auf mich gucken konnte. Mhm. Und es gibt Geschichten über den Seelensammler. Und eine dieser Geschichten ist, dass Sani räuspert sich und guckt Jandrik nochmal eindringend an, dass Alvenisch der gefallene Bruder von Golgari ist. Und somit auch ein Rabe. Leider nie Raven, der den Besitz von Alvenisch ergriffen hat, aber ja. Der Seelensammler, wie gesagt. Mhm. Darum heißt er auch Seelensammler. Und das, Jandrik, würde erklären, warum er meinte, dass auch er Seelen sammelt. Deswegen kam meine Frage gestern, ob alle, die nicht zwölf Götter gläubig sind, auch von Golgari gesammelt werden können oder nicht. Naja. Das heißt, er entscheidet den Kampf. Also auch von ihm ist hier die Rede. Die mächtigsten Streiter. Mhm. Ja, und er ist der Streiter von Tagunigot. Der Streiter für Boron ist dann entweder vergessen oder Herr. Mhm. Und wenn man von dem alten Blut ausgeht und was Herr sein könnte, wer ist denn mehr Herr als der Kaiser? Und dann, wenn man das zusammensetzt, ist Selindrian Hal der Kaiser schon gestorben, der Herr. Der ist aus dem Spiel. Das heißt, es bleiben Vergessen und Rabe. Und Vergessen passt ziemlich gut auf Boron. Denn er bringt das Vergessen. Aber wer ist sein Diener?
Wer ist sein Streiter? Das ist die große Frage. Das ist die Frage. Wer bringt das Vergessen? Und nun erinnert sich Jandrik auch zurück nochmal an diese ketzerische Vorlesung, die Boron den Kampf gewinnen konnte, dadurch, dass seine Waffe die Auslöschung aller Erinnerung war. Sodass sich die Mitbestreiter in ihrer Macht nicht mehr sicher waren. Er selbst hat sich auch vergessen. Alles wurde vergessen. Der ganze Kampf wurde vergessen. So ging Boron als Sieger hervor. Hätte Jandrik das so weitergegeben? Ja. Oh, das ist hart, aber es zeigt halt dann leider die Wahrheit dahinter. Hinter dieser, naja, nicht hinter der Prophezeiung, aber hinter der, naja, nicht mehr ganz so wirklichen Theorie, dass es 3 Totengötter gibt und gab. Wenn diese Prophezeiung die Wahrheit spricht. Es sind so viele Punkte drin, die bereits passiert sind. Und die Frage ist, wer ist in dieser Runde das vergessen? Vergessen stirbt. Albtraum zerplatzt. Geist vergeht. Es ist auf jeden Fall das Ende von Streitern und Tagunitot. Der Albtraum ist schon zerplatzt. Die Albtraumpyramide in Wahrung, getroffen durch Grundras Streitwagen. Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, die Pyramide von in Wahrung, die kaputt ist, vergessen stirbt. Das heißt, aber was heißt das, wenn also die Streiter der 3 alle auf eine oder andere Weise zugrunde gehen und nur noch der Tod bleibt? Müssen andere streiten. Das wird einen neuen geben. Die Macht Borons ist. Und wenn wir nur rein theoretisch davon ausgehen, dass der Tod und Boron nicht ein und dasselbe sind. Vielleicht entsteht was Neues. Dann steht der Tod nun auf dem Spiel. Der Nächste, der danach greift. Ich verstehe das dort. Dass niemand übrig bleiben wird, als nur der Tod selbst. Die Vernichtung der Welt? Meinst du das? Im schlimmsten Fall? Dass es im schlimmsten Fall nichts sonst mehr geben wird. Geist vergeht. Vergessen stirbt. Albtraum zerplatzt, nur der Tod besteht. Das kommt mir vor wie eine Prophezeiung eines Untergangs. Es endet mit dem Tod für den Tod. Aber das ist unmöglich. Es ist vor allem alles viel zu groß. Es ist. Was haben wir damit zu tun? Ich will dieses Land befreien. Nicht um die Zukunft des Todes streiten. Es scheint aber gerade Hand in Hand zu gehen. Was bedeutet das? Nun, wenn nur noch der Tod besteht, was bedeutet das? Dass es kein Leben geben wird. Genau. Im besten Falle. Dass es nichts mehr gibt. Und in dieser Prophezeiung heißt es nichts, wie das genau geschieht oder wie wir es verhindern können. Oder ist es schon geschehen? Astanio kann mit seinem logischen Denken noch mal einwerfen, dass es ja, wenn dann schon mal passiert ist und es wahrscheinlich auf den Endkampf ankommt, wer gewinnt, was der Tod denn bedeutet. Ja. Denn Boron bringt Tod mit Leben in Verbindung. Wenn Tairach gewinnt, wird der Tod mit Blut und Zerstückelung und Metzeln
in Verbindung gebracht. Wenn Tagunitot überlebt, mit faulen Untod, Wiedergängern und Albtraum. Die Interpretation des Todes steht wahrscheinlich auf dem Spiel. Wie der Tod in Zukunft sein wird. Was der Tod ist. Was der Tod sein wird. Na gut. Dann haben wir umso mehr Grund, diesen Kampf zu gewinnen. Ja. Definitiv. Und damit wisst ihr ja nun auch, dass der Niraven ein Streiter ist, wahrscheinlich. Einer der Waffen. Der dritte Streiter ist aus dem Spiel, um den müsst ihr euch nicht mehr kümmern, noch laut der Prophezeiung. Aber wer ist der Streiter für Boron? Das ist die große Frage. Ja. Und wenn ich nach unserer Vision gehe, hat er ein wenig den Zugriff auf diesen Streiter verloren, weil im Kampf, in dieser Vision, in der Arena, war seine Waffe ihm aus den Fängen gerutscht, aus den Fingern gerutscht. Oder vertue ich mich da gerade? Nee, ist richtig. Elena schaut in die Runde. Ja, richtig. Guter Einfall. Er hat die Waffe verloren. Muss seine Waffe wiederfinden. Er hat die Kontrolle über seine Waffe verloren, genau. Aber die Waffe ist noch da. Was mir eher Sorgen bereitet. Jandrek, erinnere ich mich richtig, dass der Nirava uns gesagt hat, wir haben ihm bereits geholfen? Ja. Mit was? Mehrfach. Das hat er nicht gesagt, soweit kamen wir nie. Und er wird es uns auch jetzt nicht mehr sagen. Definitiv nicht. Hat er uns aber so oder so nicht gesagt. Ja, vertue ich mich, da gab es nicht in Neu-Ogrenwach die Gespaltenen, die einen, die mehr dem ihm zugetan waren, und die anderen, die mehr der Mutter zugetan waren. Diesen Zwiespalt, dass sich er sich als neuer Herr aufgetan hat über den. Der Nirave. Erinnere ich mich gerade da falsch, dass er, einen Kult aus sich aufgebaut hat mit einigen mit hier. Er hat doch Rotair zurückgeholt. Denke auch, ja. Aber das heißt, dass der Nirave der ist, einer der Verräter ist in der Prophezeiung. Denn er verrät damit Tagunitot. Und das heißt, dass wir einen der Verräter schon entlarvt haben. Er arbeitet nicht für Tagunitot, er arbeitet nicht für sich selber. Oder für jemand anderen. Mora kommt die Idee, weil sie, Mora kennt sich sehr gut aus mit Verrat und Hintergehen und der Heimlichtuerei. Warum hat der Niraven auf dem Boronsanger eine Barriere erschaffen, dass man von außen nicht hören kann, was von innen passiert? Er wollte nicht uns fernhalten. Wann meinst du? Auf dem Boronsanger, dieses Flimmern in der Luft. Die Barriere. Stimmt, stimmt, das habe ich. Er wollte nicht, dass sie zuhören kann. Er wollte nicht, dass sie zuhört. Ja. Gut. Aber das alles, wenn ich diese Sache richtig verstehe und es richtig interpretiere, dass es eine Bedeutung hat, dass wir diese Botschaft noch einmal und immer wieder hören, dann wird von uns verlangt, dass wir Borons Waffe finden. Oder, Mustanja beißt sich auf die Unterlippe, wir sind der Streiter für Boron. Das ist Ketzerei. Wieso ist das, wieso sollte es, wir müssen es ja nicht anmaßen, vielleicht sind wir es halt einfach aufgrund dessen, was wir tun, unserer. Aber er hat nicht die Kontrolle über uns verloren, ganz im Gegenteil, wir sind es nicht. Es heißt ja, dass einer besteht. Irgendjemand anders. Hier fällt jemand ein, über den er die Kontrolle verloren hat. Du meinst nicht etwa... Wen meinst du? Sag schon. Dem Spieler fällt der Name nicht ein. Wen meinst du? Den ehemaligen Lucarus von Kemet. Exakt.
Okay, das ist von Kemet. Er trifft auf alles zu, was in dieser Prophezeiung steht. Er hat auch verraten. Mhm. Und er wäre eine Waffe Borons, über die Boron nun nicht mehr gebieten kann. Ja, das heißt, er braucht eine neue. Entweder eine neue Waffe oder seine alte zurück. Borondria, das ist genau das, was Borondria versucht hat. Das ist genau das, was Borondria versucht hat, als sie mich losschickte. Sie wollte ihn zurückholen. Zurück auf unserer Seite. Wahrscheinlich genau deshalb. Moment mal. Sie kennt die Prophezeiung genauso wie wir. Und es wäre Erzverrat am Orden gewesen. Ja. Also. Sie war bereit, einen Verrat zu begehen, weil sie wusste, dass es die größte Chance ist, die Boron hat, seine Waffe zurückzubekommen. Vielleicht muss sie zur Waffe werden. Vielleicht. Vielleicht spricht sie deswegen nicht mehr. Vielleicht sieht sie das selber nicht. Weil sie dient dem ja doch, was ich so von dir mitgefahren habe, doch sehr treu, oder, Boron? Kommt drauf an, wen man fragt, ne? Es ist auf, die Frage, wie man das... Auf ihre Weise. Sie hat ihre eigene Interpretation. Viele sind nicht ihrer Meinung. Und das, was sie getan hat, mich loszuschicken, das grenzt nahe an Verrat. Aber wenn das da so stimmt, dann ist wahrscheinlich sowieso alles egal. Mhm. Naja. Und all die Lehren des Ordens sind falsch. Warum sind die Lehren des Ordens falsch? Vielleicht ändern sich die Lehren einfach nur. Ach, ich weiß nicht. Es ist... Wir sind in einer Welt, in der sich alles verwandelt. In einer Phase des Übergangs war das nicht irgendwie was der Helbe nicht gesagt hat? Wo gerade... Genau. Zu sagen, Veränderung, wenn die Welt im Kopf steht? Mhm. Veränderung heißt nicht immer etwas Schlechtes. Manchmal kommt ein gut aussehender, langhaariger Typ in dein Dorf und fängt an, dich zu befreien. Und das Tanja nippt. Mhm. Ja. Irgendwo hast du schon recht. Es hat alles mit dem Wandel angefangen. Die Frage ist, führt uns das hier irgendwie weiter, diese Prophezeiung? Nun ja, wissen wir jetzt, was wir tun müssen? Müssen wir ihn finden? Ist es das? Müssen wir ihn töten? Ist es das? Wir sollten auf jeden Fall Alvinisch im Auge behalten, was er jetzt so treibt, ich meine. Wir haben nun, das sowieso. Keine Macht über Alvinisch und wir haben ihn zum Feind. Ich sage auch nicht, dass wir Macht drüber haben. Es ist einfach nur, dass wir aufmerksamer sein sollten. Ja. Ich habe auch Angst, dass er irgendwie Leuten, die wir gerne haben, etwas antut. Wir haben eindeutig einen Vorteil. Wir wissen, dass der Nirava nichts tut, dass Tadgunitot in irgendeiner Weise unterstützen würde. Und ich sage es nicht gern. Natürlich habe ich uns diesen Herren zum Feind gemacht. Aber wir wissen zumindest, dass wenn wir etwas tun, was in Richtung des Niraven geht, wir damit Tadgunitot theoretischerweise schaden. Die Frage ist nur, wie weit wir in seine Richtung gehen wollen. Es ist ein ziemliches Spiel zwischen den Grenzen. Ich denke, dass das keine Option mehr ist. Wir haben einen Schritt auf seine Seite getan. Wir haben in Neu-Urgrenwacht die Anhängerin der Tadgunitot vernichtet, die Anhänger der Tadgunitot. Nicht für ihn, sondern für unsere eigenen Zwecke. Aber auch für ihn. Ich glaube, das kümmert ihn. Erinnerst du dich an meine Vision? Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Er wollte mir die Hand reichen. Er wollte meine Hilfe.
Ja. Hat sie sich einfach, er hat uns einfach unterstützt. Er hat uns sein Pferd gegeben. Das hat er uns auch gesagt. Er hätte uns auch weiter unterstützt. Überhaupt keine Frage, aber das ändert ja nichts an unseren Zielen. Nur Nein. weil zufällig ein Feind dieselben Ziele hat wie du, änderst du ja nicht deine Ziele. Nein. Nein. Die Frage ist, was wir jetzt als nächstes tun, ob wir uns weiter mit dieser Prophezeiung befassen oder ob wir einfach unseren Plänen folgen und sehen, was passiert. Wir sind ja durch, wir haben es ja... Aber wir haben keine Antwort. Nun ja, das müssen wir auch nicht. Vielleicht nicht jetzt. Nicht jetzt. Die wird, ich denke, dass sie kommen wird, aber was mich... Ja, sie wird noch kommen. Jetzt sollten wir uns um weltlichere Dinge kümmern. Ja. Ja, worüber... Mora hat recht. Vielleicht wird es uns einfach auf dem Weg finden. Wir wissen nun das grobe Ziel. Vielleicht finden wir es auf unserer Reise und auf unseren Aufgaben. Und den sollen wir uns jetzt widmen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Aber ich konnte gestern auch wegen einer anderen Sache nicht einschlafen. Wer hat das erzählt? Warst du das, Osko? Du hattest das berichtet, dass als die neuen Wachen kamen, die Verstärkung, Elena senkt auch ein bisschen die Stimme, haben sie die Häuser nach Kindern ohne klare Herkunft abgesucht? Ja, so habe ich das gehört. Es waren wohl bestimmte Kinder. Kinder mit einer Begabung, glaube ich. Mir fällt da ein Kind ein, das wir kennen, das keinen Vater hat. Aber lass uns nicht weiter darüber sprechen, vielleicht zumindest nicht hier. Ja. Es ist, wenn sie irgendwie noch ein Wörtchen mitzureden hat, immerhin war sie auch in der Vision. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ein guter Punkt. Was sie spielt. Ein anderer guter Punkt ist das mit den Untersuchungen. Ich habe mich auch ein wenig darüber nachgedacht, was das genau zu bedeuten hat. Aber weil das Nachdenken hilft, erstmal nicht. Wir müssen erstmal überlegen, wo wollen wir jetzt demnächst weitermachen. Wer könnte das wissen? Die Bürgermeisterin oder Schwarzbach? Wer hat die größten Einblicke in die Drachengarde? Ja, die Bürgermeisterin. Ja. Schwarzbach ist, soweit was du uns erzählt hast, meiner Meinung nach ein Lokalproll. Und kein Politiker auf höherer Ebene. Aber vielleicht hat er Einfluss und Einsichten, die den hohen Beamten verborgen bleiben. Das kann natürlich auch sein. Aber so ein Händler sieht immer viel und hört viel durch seine Leute. Ist möglich. Ich denke, beides wäre, zumindest ein Punkt, an dem wir anfangen können. Wir sollten auf jeden Fall bei dieser Bürgermeisterin nachfragen. Mhm. Einfach nur, wie sie diese Sache schildert mit dem Verschwinden der Kinder. Ja. Nun ja. Und Schwarzbach. Naja, wie gesagt, es gibt ja noch ein Kopfgeld zu holen für einen Verräter, der hier des Nachts irgendwelche Tore öffnet und mit den Wilden paktiert. Und das Stichwort. Ich hatte vor, mich mit Ihnen noch einmal zu treffen. Ich dachte ja, ein Treffen mit Schwarzbach, aber... Das ist ja dann dein Gebiet. Vielleicht. Ich finde es ganz gut, dass ich im Moment noch nicht so aufgefallen bin hier. Man würde das gerne so belassen. Gut, dann besuchst du nicht ja den Schwarzbach. Ist vielleicht auch besser so. Mich würde ein Gespräch mit der Bürgermeisterin durchaus interessieren. Auf jeden Fall. Vor allem, weil sie auch mehr Drachengardisten angefordert hat. Vielleicht hat sie auch etwas damit zu tun. Gerade wenn sie mehr Wachen hier ins Dorf holt. Vielleicht ist sie auf der Suche nach einem bestimmten Kind oder nach bestimmten Kindern. Wer weiß das schon. Was mich eher darum wundert, ist, als wir die, und das dann jetzt wieder die Stimme ein wenig, als wir die Kinder von dem Wagen gestohlen haben, hatten sie alle das Zeichen des Borbarats gebrandmarkt. Und die gute Frau ist laut Dorfgeschichte Anhängerin des Borbarats.
und eine ehemalige Anhängerin des Nandos, welche Kirche Barbara des Heiligen hat. Ist schon irgendwie seltsam. Und Astalio fängt weiter an, seine Eier vom Teller zu futtern. Dann wollt ihr vielleicht dieser Frau mal einen Besuch abstatten. Soll ich dich dann begleiten, Mora, dass du da nicht alleine aufschlägst, so als Leibwache? Ich halte mich daraus. Ich wollte zu Schwarzbach. Ein paar... Ja, das meine ich ja, dass ich dich begleite. Ich weiß schon nicht, was ich bei der Bürgermeisterin soll. Gut, das machen wir so. Du bist meine Leibwache. Osko, möchtest du mit zur Bürgermeisterin kommen? Es geht dir schließlich auch um Glaubensfragen. Das wird sich zeigen, ob es da um wahren Glauben geht, aber ich kann euch gerne begleiten, das sei. Und hör auf mit dem euch. Meine Güte. Gewohnheit. Ja. Elena grinst dazu und lacht leicht. Wir duzen uns doch hier schon alle ewig, aber länger. Wenn man das so, naja. Wie auch immer. Aber ich komme gerne mit. Und du, Jandrik? Du gehst zu den... Ich gehe zu den Trollzöckern. Ich kann frische Luft gut gebrauchen. Aber sei vorsichtig, bitte, ja? Ja. Wir brauchen ich bin doch immer vorsichtig, das weißt du doch. Total. Bitte bewahrt. Ja, dann muss ich mir jetzt auf jeden Fall etwas anderes anziehen. Und Mora steht auf, nickt euch zu und geht wieder auf ihr Zimmer. Oh ja, Jandrik steht auf. Jandrik, warte. Hast du einen Moment? Hm. Können wir das vielleicht draußen besprechen? Jandrik nickt und geht raus. Alles genau. Folgt dem. Ja, also, sorry. Bei aller Liebe, ich glaube, wir beide müssen uns auch umziehen. Es geht schließlich um politisches Geplänkel. Komm mit, ich hab, glaube ich, noch ein, zwei Hemden. Du meinst, ja, klar. Ja, dann springen wir nach draußen zu Elena und Jandrik. Und Elena folgt halt Jandrik und in das Haus schaut und hat sich zu ihm umdreht. Elena stößt, hey. Irene ist ziemlich ernst und kalt. Ich weiß nicht, ob ich auf dich wütend sein soll oder dir danken soll für das, was du da getan hast in dieser Gruft. Da sind wir schon zwei. Ich weiß es selbst nicht. Mora findet, dass ich ein Idiot bin. Wahrscheinlich hat sie recht. Meinst du, war es Jastanios Entscheidung, aber du hast ihn geschoben? Ich weiß nicht, wie ich... Elena, willst du ihm den Kopf abschlagen? Er hat eine Backpfeife von mir erhalten, das reicht fürs Erste. Wenn es wirklich zum Äußersten kommt, dann... Dann ist deine Göttin vielleicht nicht so streng wie meine. Dann werde ich ihm... Was meinst du? Ich hatte fast keine Wahl. Alles, was man mir beigebracht hat. Es war eindeutig. Ja. War dabei, einen Pakt mit einem Dämon einzugehen. Oder übernommen zu werden, oder wie auch immer das alles funktioniert. Ja. Das war für mich sonnenklar. Du hast es selbst gesagt. Wir müssen ihn töten. Wenn es zum Äußersten ich bin immer noch nicht sicher, ob wir es immer noch, ob das nicht immer noch eine Option ist, ehrlich gesagt. Aber was ich gesehen habe, ist, dass ich es nicht kann. Dass ich es einfach nicht kann. Ich weiß nicht, ob ich es. Und deswegen könnte. Bin ich dieses Risiko eingegangen, aus keinem anderen Grund. Ich weiß, dass es dumm war. Aber ich hätte mich eigentlich darauf verlassen können, dass Astania schafft, die Situation noch komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon war. Oh, dafür hat er ein Talent. Also wenn du sauer auf mich sein willst, sei es ruhig, dann sind wir schon zwei. Ich weiß überhaupt, was seine Entscheidung ist, machen zu lassen, zuzustimmen zu diesem Elena? Einwilligung. Hat er fast in der Hand. Hast du, ich habe eine Frage. Ja. Hast du jemals
Hast du jemals gezweifelt? An was? An Rondra. Nicht an Rondra, an mir. An meinem Glauben. Lena zieht den Arm, zieht den Ärmel hoch. Siehst du diese drei Narben? Das sind die drei, meine drei Schwestern, die ich getötet habe, weil ich nicht stark genug war und unter Einfluss gekommen bin in der dritten Dämonenschlacht. Und habe ich an meinem Einfluss. Geistesbeeinflussung. Danach, das ist der Grund, warum ich hier bin und nicht wieder zurück bin, weil ich mich geschämt habe. Aber das ist auch der Grund, aber ich habe nie den Glauben an Rondra verloren. Sie gibt mir, ich lebe, um meine Strafe zu empfangen momentan und für meine Tochter. Sie war dann der zweite Grund. Weil wenn man sich das Leben, sich das Leben nehmen, ist unehrenhaft. Ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, dass ich auf meine Schwestern wieder treffe und mich dem Gericht stellen werde, ähnlich wie Astanio. Aber ja, ich habe an meiner Stärke gezweifelt, aber an Rondra nie. Sie ist meine Stütze, der Glaube, die Worte meiner Königin von Ippolita, sie sind meine Stütze. Ist das, was mich am Leben hält. Dieses ja, einfach der Glaube, dass ich lebe, um anderen zu helfen. Dass auch um meine irgendwann meine Strafe zu halten. Und wenn, ja, wir uns wurde eingetrichtert, mit dem zu leben, mit dem Schicksal, was Rondra uns auferlegt. Und mein Schicksal ist es dann halt eben hier zu sein mit euch, mit dir. Gerade durch diese harte, extrem harte Zeit zu gehen, diese Schuld auf mir zu haben von den drei Schwestern, die ich getötet habe. Ich werde es mir nie vergessen und auch mir nie vergeben. Aber das ist das Problem. Du weißt, was deine Aufgabe ist. Du weißt, wofür du hier bist. Du weißt, was du zu tun hast. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das noch weiß. Ich bin nicht geweiht. An lange Zeit dachte ich, dass man mehr... Ich wusste nicht, warum. Ich hatte eine besondere Aufgabe, hat sie gesagt, aber in mir ist dieser Hass, diese Wut, diese Gewalt, dieser Wunsch, sie alle zu töten. Sie alle, die das hier verursacht haben, die dieses fürchterliche Land erschafft haben, die meine Eltern getötet haben. Das ist keine Lehre Borens. Nein, das, so viel weiß ich, ist es nicht. Ich weiß nicht, was meine Aufgabe ist. Warum bin ich hier? Du unterstützt uns. Du hilfst uns. Dein Wissen, deine Heimlichkeit. Aber bei was? Bei irgendeinem kranken Spiel der Götter und meiner Macht? Lass doch die Götter da raus. Konzentriere dich auf das, die Befreiung der Rabenmark. Ein lebenswertes Leben für die Leute, die hier leben. Für meine Kinder, deine Kinder, Moras Kinder, Oskus Kinder, Astanios Kinder. Für die ganzen Kinder. Dass sie wieder ein lebenswertes Leben führen können. Für die Zukunft. Auch für dich, dass du jetzt hier dich wieder zu Hause vielleicht fühlen kannst. Vielleicht. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zu den Amazonen zurückkehren werde. Also außer für das Gericht, für den Richtspruch. Aber ja, dieses Land ist auch zu meiner Heimat geworden. Gerade durch meine Tochter, durch meine Freundin, durch Jette. Und ich möchte einfach, dass es für die Kinder, die mit meiner Tochter spielen, für meine Tochter ein schönes Land wird. Diese Leute mögen verloren wirken, aber ich glaube nicht, dass sie es wirklich sind. Sie machen, tun Dinge, aber sie tun sie zum Überleben. Ich bin auch nicht stolz über die Dinge, die ich getan habe. Am allerwenigsten über diese Beeinflussung, die ich stand. Aber dennoch habe ich was, was mich antreibt. Und all diese Leute treibt halt eben an, dass sie unter den gegebenen Umständen das Beste für ihre Kinder wollen. Das ist eben bei mir auch der Fall. Und bei dir, ja, denk an die anderen Kinder, du hast ja die Kinder befreit, die drei. Denen geht's gut. Ja, sie tragen das mal Borberats. Aber sie sind wohl auf. Für sie. Tu es für sie. Ich habe aber Angst vor dem, was ich tun muss, um sie zu befreien. Ich vergesse es. Angst ist doch
normal. Du musst einfach dann dazu stehen. Sei ehrlich. Ich habe auch Angst vor diesem Gerichtsspruch meiner Schwestern. Aber ich gehe mit der Gewissheit rein, dass ich das Urteil akzeptieren werde, egal wie es ausfällt. Und hier ist es halt ein... Wir tun unser Bestes, das Land zu befreien. Klar wissen wir nicht, was wir tun werden müssen, wenn wir hier Leute töten werden müssen. Oder wir haben ja Leute leider getötet. Mit dem Feuerball von Astanio. Wir werden noch viel mehr töten. Es werden noch viel mehr umkommen, weil es Krieg ist. Es sterben... Die Frage ist, wie sehr belasten wir uns damit? Ich kann nicht für jeden eine Narbe in meinen Arm machen, den ich getötet habe. Dann könnte ich den Arm nicht mehr bewegen vor lauter Narbengewebe. Wahrscheinlich. Seid ihr deiner Angst bewusst? Und die über sie, wenn du die Angst... Ja. Ich habe auch Angst davor, was passiert, wenn Astanio für dieser Entscheidung steht, diesem Gefallen gegenüber dem Giraffen tun muss. Das wird nicht passieren. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel etwas, was dich antreiben könnte, dass du verhinderst, dass der Giraffen seinen Willen kriegt. Es gibt zu viel, was mich antreibt. Ich habe nur Angst vor den Konsequenzen, aber egal. Ja. Ich gehe los. Nur natürlich. Pass auf dich auf. Lena geht nochmal 3 schnelle Schritte und legt ihm die Hand auf den Arm. Du schaffst das. Wir schaffen das. Wir werden sehen. Und er dreht sich um und geht. Die Lena atmet durch und geht dann aber auch wieder zurück ins Gasthaus, zieht sich fertig an, also die Armschienen und Beinschienen oben und wartet dann auf Mura. Astanio steht mit Osko in seinem Zimmer und Astanio kramt etwas aus seinem Rucksack ganz, ganz, ganz weit unten heraus und das sind zwei sehr, also Osko wird große Augen machen, das sind zwei sehr, sehr, sehr edle Seidenhemden, die er da gerade herauskramt. So richtig, ein bisschen altertümlich, eventuell so ein bisschen so letztes Jahrzehnt, mit ein bisschen Plüschen am Arm, also an der Hand. Ich hab die Liebfeldischer seit, Stil. Ich hab die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr angezogen. Warte mal, das hier ist ein bisschen eingelaufen, das sollte dir passen. Und Jastani schmeißt dir eins der Hemden rüber, was leicht rötlich, also schon fast rosa ist. Ich verstehe, warum ihr es nicht mehr angezogen habt. Jastani grinst. Ich bin ganz froh, dass ich in diesen Tant nicht mehr reinpasse. Achtung, übrigens, wenn du die Knöpfe, du musst zuerst die Knöpfe unten am Handsaum öffnen, sonst kommst du nicht durch. Jastani, meinst du wirklich, dass das notwendig ist? Glaub mir, das ist notwendig. Und Astanio zieht ein babyblaues Hemd an. Ah, da haben wir es ja. Was ist dir lieber? Goldgelb oder Purpur? Wenn ihr fragt, was mir lieber wäre, mir wäre es meiner lieber nackt dort aufzutauchen. Nun, es kommt auf das Alte drauf an, wer von uns beiden wahrscheinlich mehr Eindruck machen würde, wenn man nackt auftauchen würde, mein lieber Osko. Aber ich glaube, das sollten wir erstmal am Anfang lassen. Goldgelb. Und Astanio schmeißt dir eine goldgelbe Hose entgegen. Astanio, warum zum Kuckuck tragt ihr zwei euch zu kleine, was auch immer das für ein Stil ist, an Roben mit euch herum? Ich bin ein alter Mann, ich trenne mich nicht so gerne von meinem Zeug. Naja. Warum frage ich das überhaupt? So, dann zieht sich auch so sehr unfreiwillig diese Klamotten an. Asanio, nur für den Fall, meint ihr nicht, dass es auffällt, wenn die Reisenden, die hier angekommen sind, auf einmal in so, naja, nein, nicht wirklich. Botschafter. Also, es gibt Reisekleidung und es gibt Kleidung für offizielle Treffen. Aber ich,
Haben wir nicht den Leuten erzählt, dass wir aus Schwarzhöhe kommen? Und? Ja, es heißt ja nicht, dass wir dort leben. Es heißt ja nur, dass wir dort hergekommen sind. Ja, so kann man das auslegen. Ja. Mhm. Nun gut, wenn ihr meint, dass das notwendig ist, du wirst schon wissen, was du da machst. Und dann knüpft sich Oskar wahrscheinlich irgendwie so ein paar von diesem Rüschen an die Ärmel. Das ist das Letzte, was ich tragen würde normalerweise. Astalio grinst sich einen ab, während er dann nach unten kommt und wahrscheinlich auf Elena und Mora trifft. Ja, Mora hätte ähnlich lang gebraucht wie die beiden Herrschaften, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und vielleicht erkennt ihr sie im ersten Moment auch gar nicht richtig, weil Mora, die eigentlich immer in ziemlich abgewetzten Reisestiefeln unterwegs ist und diesen unglaublich langen, schweren und dicken Mantel eigentlich immer um die Schultern trägt, ist in ziemlich feinen Zwirn gekleidet. Es ist immer noch als Reisekleidung erkennbar, aber unglaublich teuer und gut bestickt. Sehr feines Material. Wirklich wie eine Handelsfrau sieht sie da aus. Nicht wie eine abgehalftete Schmugglerin. Man sieht ihr das Geld tatsächlich an. Und auch den abgewetzten Mantel hat sie abgelegt. Sie trägt sogar ein wenig Schmuck. Und vielleicht auch etwas, naja, sowas wie Schminke in ihrem Gesicht? Na, die das sieht, so, meine Dame, ihr seht vorzüglich aus. Ja, das wird Schwarzbach auch so sehen. Lille guckt dann sich selber runter. Naja, ich bin halt eben nur die Söldnerin. Richtig. Sie hat tatsächlich aber auch den Säbel gegen das Kurzschwert getauscht. Versuch so. Ach nee, zuckersüß ist nicht so deins. Sag am besten etwas weniger. Das kriege ich hin. Ich gucke einfach ein bisschen düster, wenn er dumme Kommentare macht. Er kennt mich in diversen, mit diversen Begleitungen. Ich hatte immer einen gewissen Reiseschutz, wenn ich für ihn gehandelt habe. Du bist ein bisschen underdressed, meine Liebe, sagt Astanio hinter Elena. Sie dreht sich rum. Geht einen Schritt zurück. Ich bin eine Söldnerin. Ich trage das, was ich tragen muss, um meinen Job gut auszuführen. Nun, das tun wir Botschafter auch. Und Astalio grinst euch beide richtig breit an und geht einen Schritt zur Seite und enthüllt Osko. Ja. Ich denke, Osko kam dann auch etwas später, denn für gewöhnlich hängen ja Oskos Haare auch teilweise in seinem Gesicht zusammen. Und jetzt in diesem Fall hat er sich zum ersten Mal seit einigen Monaten mit einem kleinen Lederband die Haare hinten am Kopf zusammengebunden, seinen für gewöhnlich etwas strubbeligen Bart ein wenig nach unten gezogen und den leichten Ansatz von Schmutz in seinem Gesicht, den er nochmal von der Arbeit für gewöhnlich immer hat, nie großartig von seinem Gesicht wäscht, mit ein wenig Wasser gereinigt und steht dann da und zupft sich dabei noch ein wenig die Rüschen an dem Ärmel zurecht. Naja, ich beneide gerade Elena ein wenig, aber es muss ja wohl so sein. Oho, Elena mustert so alle drei. Ich sehe, Kleider machen Leute. Sie verneigt sich so ein wenig. Spaßhaft. Also, ja, spaßhaft. Wollen wir dann, meine Damen, nach euch? Wir wollen den werten Herrn doch nicht warten lassen. Nein. Und nickt euch zu. Botschafter. Viel Erfolg. Auch wir haben ein Rendezvous. Und damit stolziert das Daniel mit geradem Schritt aus der Tür heraus. Beide Herren, naja, wenn es sein muss, da hast du recht. Oskar klopft sich nochmal die Kleider zurecht. Auf geht's.
Ja, tatsächlich werden Osko und Astanio vorgelassen zur Bürgermeisterin. Aufgrund ihres Erscheinungsbildes nimmt man sie vielleicht etwas ernster, als dass man, als man das sonst gemacht hätte. Ja, die empfängt euch in so einer Halle, in so einer Bürgerhalle, gerade ziemlich viel geschäftiges Treiben rundum. Und man merkt ja auch irgendwie an, dass sie irgendwie auch gerade beschäftigt ist, irgendwie ein paar Kisten umherzutragen, beziehungsweise tragen zu lassen und ein paar Anweisungen zu geben. Und ihr Schreiber schickt euch dann, den Osko ja noch kennt, der schickt euch dann zu der guten Frau Erdmute Dergelstein. Und sie ist auch in feinen Zwirn gekleidet, trägt so eine ausladende, lange goldene Kette, ein dicken Emblem, was das Stadtwappen zeigt. Und ja, grinst euch dann an und als der Schreiber euch vorstellt, neigt sie ganz kurz ihren Haupt, als sie euch im Namen der dunklen Mutter begrüßt. Vielen Dank. Ihr seid, was sagt der Gesandte? Ganz recht, meine Dame. Was kann ich für euch tun? Nun, ihr müsst verstehen, wir sind auf einer langen Reise, momentan Geschäftsreisen natürlich. Ihr kennt dieses Kladderadatsche. Und uns ist sehr wohl aufgefallen, dass innerhalb dieses Dorfes es doch einen gewissen Bildungsgrad gibt, auch unter dem gemeinen Volk, was mich dann doch sehr verwundert hat. Ja. Nun, ich hätte gerne das Geheimnis davon von euch erfahren. Unterricht. Unterricht. Für das gemeine Volk? Also wir reden hier wirklich von den untersten Schichten der Gesellschaft, nicht wahr? Zieht so eine Augenbraue hoch. Ja. Das ist ja sehr eigenartig. Wo kamt ihr nochmal her? Ursprünglich kommen wir aus Schwarzwild. Dann hat sich unser Lebensweg noch weiterhin geändert. Was uns allerdings dann in unserem Interesse an dieser allgemeinen Bildung noch bestärkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in Schwarzwild wart, aber naja. Ja, ich war schon mal in Schwarzwild. Naja. Aber da hätte ich Leute wie euch nun gar nicht vermutet. Nun, ich sage mal, auch wir hätten uns selber dort nicht vermutet. Deswegen sind wir, das Tanjo rümpft die Nase, aus diesem Loch auch wieder gegangen. Verstehe. Seid ihr bekannt mit dem Herrn Schwarzbach? Wir sind noch nicht sehr lange hier. Deswegen bisher noch nicht, nein. Ihr wirkt wie jemand, mit dem sich Jardin sehr gut verstehen würde. In was für einem Sinne meint ihr? Nun, ich denke, wenn ich... Wie war nochmal euer Name? Schaut zu Astanio. Adalbert von Gunzenhausen. Wenn ich den Herrn von Gunzenhausen so reden höre, ist es genau der Sprech, der gute Herr von Schwarzbach auch in sich gibt. Vielleicht solltet ihr Geschäfte miteinander treiben. Aber was führt euch jetzt zu mir? Was kann ich für euch tun? Außer, dass ich euch sage, dass man selbst dem gemeinen Volk Wissen beibringen kann. Eine Einsicht, die mit einigem leichten Nachdenken sogar dem Adel kommen sollte. Nun, ich habe ja bereits einmal selbst an einer dieser Stunden teilgenommen. Und dort habe ich einige komische Ungerühmtheiten davon gehört,
von, wo ich mich davon selbst überzeugen wollte, also von Ihnen, dass es tatsächlich stimmt, ging das Gerücht rum, dass Menschen verschwunden sind. Und die meisten gehen davon aus, dass es mit diesem Wilden zu tun hat. In der Tat, die Barbaren haben Kinder geraubt, ja. Ganz recht. Allerdings habe ich wohl in einem Getuschel mitbekommen, dass andere, andere Verdächtige haben. Ist das so? Das wäre mir neu. Ich verstehe. Wer ist denn für Verdächtige? Nun, es ging davon aus, dass es etwas mit der, mit der örtlichen Garde irgendwie zu tun haben soll. Mit den Bütteln? Nein, mit der Drachengarde. Mit der Drachengarde? Sie sagten, sie wären grob teilweise in Wohnungen eingedrungen. Es hätte Durchsuchungen gegeben oder dergleichen. Das ist ein gutes Recht, sie sind die Drachengarde. Durchaus. Allerdings, wie gesagt, nur vom Hören sagen. Ich habe mir nicht mal die Namen der Bauern gemerkt, die das geredet haben. Allerdings sagten sie, dass sie auf der Suche waren nach Kindern. Durchaus. Und da kam mir der Gedanke, was, wenn nicht nur diese Barbaren dahinter stecken könnten. Aber diesen Gedanken wollte ich eigentlich verwerfen. Ihr bezichtigt die Drachengarde, unseren größten Schutz und Schutzherren des ganzen Reiches. Überhaupt nicht. Ich wollte nur fragen, ob sie etwas... Kinderraubes? Ich bezichtige niemanden. Ich gebe nur wieder das, was ich gehört habe und was mir da etwas Unwohl bereitet hat, weil ich eben solche Gerüchte gehört habe. Ich wollte nur von Ihnen höchstpersönlich wissen, dass da nichts dran ist. Denn an solchen Ort will ich mich... Die Integrität der Drachengarde steht außer Zweifel. Nun, das ist gut zu wissen. Denn ansonsten würde ich mich nicht in einem solchen Ort aufhalten. Ich verstehe das natürlich. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Dann war es wohl doch nur Dorfgeschwätz. Ich rate euch nicht zu viel auf dieses Dorfgeschwätz zu geben. Ich werde allerdings ein paar, wenn es zu solchen merkwürdigen Gerüchten da draußen kommt, ein paar Vorkehrungen treffen müssen. Welche Vorkehrungen meint ihr? Naja, ein paar Klarstellungen. Das kann ja nicht angehen, dass hier die hohen Gäste, die uns hier beschützen, vor den Wilden da draußen, dass die auch noch bezichtigt werden, Kinder zu klauen. Was eindeutig ja nun die Wilden getan haben. Wie heißt es nochmal, die Dame? Die Dame heißt Dergelstein. Dergelstein. Frau Dergelstein, wenn es mich recht entsinne, waren Sie doch eine starke Vertreterin von Borberat, richtig? Und ist es nicht in den Lehren des Borberats, sich seines Verstandes zu ermächtigen und auch zu zweifeln? Und mag das auch an erst einmal potenziellen Verbündeten sein? Nun, benutze deinen eigenen Verstand. Seid ihr ebenfalls ein Anhänger der Kirche Borberats? Nun, ich würde nicht sagen, dass ich ein Anhänger der Kirche bin, aber ich bin durchaus interessiert daran, den gemeinen Pöbel auf ein gewisses Niveau zu bringen. Vielleicht solltet ihr damit anfangen, den gemeinen Pöbel nicht als gemeinen Pöbel zu bezeichnen. Nun, momentan ist er es noch. Nur hier in dieser Stadt scheint... Es sind Arbeiter und Bauern. Ja, und in Schwarzwald sind es... Und sie tragen dazu bei, dass dieser Ort Wohlstand und sicher ist. Aber... Dann sagt mir, wer bringt denn die Sicherheit, dass die Garde auch wirklich so sicher ist? Es gibt überall schwarze Schafe. Verzeihung. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ihr die Integrität der Drachengarde in Frage stellt. Richtig. Dann darf ich euch informieren, dass erneut... informieren, dass die Integrität der Drachengarde hier über jeden Zweifel erhaben ist. Und ich werde solche
wirren Gedanken nicht dulden. Nicht in meiner Stadt. Nicht bei allem, das wir ihr zu verdanken haben. Wenn ihr solches Gedankengut hier reintragt oder irgendwelche wirren Überlegungen anstellt, dann tut das draußen, außerhalb der Stadt, aber nicht hier drin. Haben wir uns verstanden? Nun, ich bin sicher, dass das niemals unser Anliegen war. Zumindest meins nicht. Wie gesagt, wir wollten nur sicher gehen, dass an diesen Gerüchten auch überhaupt nichts dran ist. Natürlich nicht. Dann ist ja gut. Es ging uns darum, kann man es überhaupt wagen, die Drachengarde in irgendeiner Weise zu beschuldigen? Nun, offensichtlich gibt es Teile unter diesem Dorf, die das vielleicht anders sehen. Ja, und darum werde ich mich jetzt kümmern müssen. Danke für die Information. Noch etwas. Nun. Und Osko schaut ein wenig hilfesuchend zu Ascanio. Ascanio bleibt ganz ruhig. Nun, dies ist mal keine Frage, sondern eher eine Information, die wir euch da bieten wollen. Denn nicht nur gibt es Gerüchte, die ihr ja wiederum auch widerlegt habt, dass die Drachengarde Kinder stiehlt. Nein, es gibt auch Gerüchte, dass ihr persönlich eine Anhängerin des Nandus seid, was ich natürlich für absoluten Nonsens halte. Aber das gemeine Volk redet. Was ist daran so schlimm? Ascanio klimpert mit den Augen. Wie bitte? Was ist daran so schlimm, ein Anhänger des Nandus zu sein? Jetzt schaut Ascanio Hilfe suchen zu Osko. Nun, die Herrin der Gestalt hat da nicht ganz Unrecht. Wenn man es genau nimmt, ist, naja, Boron war ja ein Kind der 12 Götter sozusagen. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube, in der Nanduskirche ist doch Borbarat sogar einer der Heiligen, oder? Ist das nicht so? In der Tat. Dementsprechend liegt natürlich der Schluss nicht nahe, dass eine Dienerin des Nandus natürlich auch Borbarat gefällig ist. Wobei es natürlich in diesen Landen zuerst auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheint, allerdings mit diesem Hintergrund wiederum durchaus Sinn ergibt. Allerdings interessant ist es trotzdem. Ich habe sonst niemanden kennengelernt, der in irgendeiner Weise dem Nandus gefällig war. Es ist hier durchaus selten, aber über meine Vergangenheit wissen alle Bescheid. Umso mehr irritiert mich, dass ihr das in einem vorwurfsvollen Ton hier vorbringt. Als ob ich mir darum Sorgen machen müsste, dass es Leute gibt, die über meine Vergangenheit reden. Nun, versteht uns nicht falsch, aber dort, wo wir herkommen, sind... Aus Schwarzbach. Höhe. Schwarzhöhe. Sind solche Gedanken, führen solche Gedanken oder beziehungsweise solche Hintergrundgeschichten oftmals an den Pranger. Wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht ein wenig forsch ausgedrückt, aber sie auf den Gemeinen wirken sie manchmal etwas verwirrend für den ersten Blick. Bei dem fehlenden Hintergrundwissen. Bei allem, was ich über dieses Dorf Schwarzhöhe weiß, ist es nun kein Wunder, dass die am Hungertuch nagen und wir im Überfluss leben, wenn es dort noch nicht einmal angesehen ist, nach Wissen zu streben. Nun, das Problem ist, teilweise fehlt wohl die Zeit dafür. Es ist, naja, viel zu tun, anderweitig. Die meisten gehen auf die Jagd hier. Wenn ihr dort wart, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon selbst. Und die meisten haben wenig Zeit dafür, sich in Bücher zu schwelgen oder solche lehrreiche Stunden wie die eures Schreibers sich zu Gemüte zu führen. Ja,
Und dann kommen sie mit Vorwürfen. So kann das sein. Ja, wie ich schon sagte, es hat wohl seine Gründe, warum wir hier gut situiert sind und die nicht. Aber dann sagt mir, wenn jeder weiß, dass ihr eine Anhängerin des Nandos seid. Wart. Ah, wart. Ja. Das hat sich nämlich... Das sind nämlich eher die Gerüchte gewesen, die wir gehört haben. Deswegen meinte ich ja, dass das absoluter Quatsch ist. Ich verehre den Herrn Nandos immer noch als ein durchaus ein besonderer Teil in meinen Überlegungen und meinen Vorstellungen. Allerdings halte ich die Lehren Borberats und die Herren der dunklen, die Lehren der dunklen Mutter für durchaus strebenswerter als das, was die Kirche des Nandos aus den Lehren des Nandos gemacht hat. Ich verstehe. Eventuell rührt es daher, dass diese Gerüchte entstanden sind. Bildung, sagte ich ja. Aber ihr tut ja einen guten Teil daran. Ihr informiert euch. Das weiß ich zu schätzen. Ja, und wir möchten natürlich die Situation ändern. Auch uns ist es ja nicht, uns ist mal bereits aufgefallen, wie in was für einem Überfluss ihr hier schwelgt. Ich meine, das ist, würde ich nun sagen, durchaus ungewöhnlich. Ich habe selten in Schwarzbach nur einen Busch gesehen, der jemals geblüht hätte. In der Tat. Ja, wenn man immer nur auf die Jagd geht und sich nicht bildet und nicht weiß, wie man sonst irgendwie zu Geld und zu Essen und anderen Gütern kommt, ist das verständlich. Gewiss. Man hat ja keine Zeit dafür, sich für solche wichtigen Dinge Gedanken zu machen. Ihr sagtet das bereits. Das heißt, dass der Überfluss dadurch kommt, dass, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Bauern wissen, was sie anpflanzen und wann sie es anpflanzen. Sie wissen darum, wie sie den Ertrag der Bäume und Sträucher und Felder optimieren können. Das Geheimnis würde mich ja sehr interessieren. Das Geheimnis? Nun, offensichtlich scheint das jetzt nicht überall wissenswert zu sein. Wie gesagt, in Schwarzhöhe, wie mein Kollege hier schon meinte, wächst kein Busch. Ja. Das Geheimnis ist das Element Humus. Humus? Ja. Ist das eine Flüssigkeit, die ihr über die Felder streut, sodass die Felder besser blühen? Nein, das Element Humus sorgt in der Schöpfung deres dafür, dass Leben entsteht. Und wir hier in Geisfeld vermögen es, die Diener des Elementes dazu zu bewegen, dass Leben überall entsteht, wo wir das gerne hätten. Ah, ihr meint diese Wesen, die wir am Rande der Stadt gesehen haben. In der Tat. Das würde es erklären. Sehr interessant. Ich war bereits verwundert, als wir uns auf den Weg begeben haben. Das sind Elementargeister des Humus. Und die werden mit Opferdarbietungen zufriedengestellt. Unter anderem? Was heißt unter anderem? Natürlich braucht es auch noch ein bisschen astrale Energie und magische Rituale. Nun. Aber wie ihr bestimmt auch wisst, ist das Blut ein guter Träger von astraler Kraft. Ja, gewiss. Und Osko nickt so ein wenig, dass er auch versteht, dass er das eigentlich nicht versteht. Und ich bin nicht gewusst. Und da ist die Lehren Borberats ja nun beinhalten, dass jeder Sterbliche, egal ob er empfänglich ist für die Gaben Marders oder nicht, befähigt sein kann, Magie zu wirken. Nun habe ich dafür gesorgt, dass das der kleinste Bauer hier befähigt wird. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Verstehe. Äußerst interessant. Nun, werter Kollege, ich denke, wir haben die Antworten auf unsere Fragen. Vielleicht kriegen wir das dann auch in Schwarzhöhe. Nun, ich empfehle euch, die Schriften des Borberat noch einmal gründlich zu studieren und in eurem Herzen zu bewegen. Dann werdet ihr sicherlich auf die richtigen Schlüsse kommen. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel von Ihrer Zeit gestohlen. Wir sehen Sie bei Ich werde mich aber jetzt um diese Gerüchte kümmern müssen, die ihr erwähnt habt. Ja. Vielen Dank. Wir bedanken uns. Und Astanio beugt sich einmal höfisch und dreht sich auf den Absatz um und geht wieder. Also verbeugt sich tief, nickt ihr dann zu und dann geht er dann auch. Wenn wir dann außer Hörreichweite sind, vielleicht aus dem Gebäude oder so raus, dann würde Oskar sich ein wenig zu ihm begeben und dann, Astanio, das war verdammt knapp. Und es war verdammt knapp, aber es hat geklappt. Ja, aber ich wollte das nur ungern mit diesen Gerüchten mit den Kindern erzählen. Ich finde nur gar nichts anderes an, uns aus dieser unangenehmen Situation rauszubringen. Das wird Probleme für die Bevölkerung ergeben. Nicht, wenn wir es aufhalten können. Hoffentlich sind die anderen auch noch erfolgreicher als wir. Wir müssen das schnell beenden. Vor allem jetzt gerade, wo noch mehr Drachengardisten hier sind. Vielleicht wird sie jetzt einen noch strengeren Ton anschlagen. Es wird höchstens einen Appell geben. Aber wir haben eine Information, die wir Jandrik geben können. Es ist nicht unbedingt ein Dämon, den sie anbeten. Humus, die Erde selbst. Ganz richtig. Und das heißt, dass wir diese Leute hier immer noch retten können. Und sie nicht verbrennen müssen. Und das ist das, was ich erreichen wollte. Ja. Und jetzt lass uns aus diesem Fummel wieder rauskommen. Ich bin noch nicht in der Taverne. Das kann gerne jeder hören. Ich glaube, keiner trägt gerne dieses Zeug. Und Astanio rennt geradezu zur Taverne. Astanio, wir müssen in der Rolle bleiben. Kollege wartet. Jandrik ist aus der Stadt hinausgeschlichen auf den Hügel, wo er die Barbaren das letzte Mal getroffen hat. Und tatsächlich warten dort zwei Barbaren auf dich, führen dich dann nach kurzem Gespräch ins Innere des Gebirges, etwas weiter weg von der Stadt. Musste ich schon einiges bewegen und es vergeht einiges an Zeit, bis ihr die Stelle erreicht, wo sich eine kleine Zeltansammlung befindet in einem kleinen Talkessel. Sehr rudimentäre Zelte aus verschiedenen Fellen zusammengezimmert, sehr archaisch auf Jandrik wirkend. Auf einem dicken Feuer in der Mitte des Zeltplatzes. Das sorgt dafür, dass es genügend Wärme hier gibt, während es immer noch draußen, der Schnee immer noch vom Himmel fällt. Die dicken Felle gekleideten Barbaren bringen dich in ein großes Zelt und dort sitzt auf einer Art Thron oder so, auf einem improvisierten thronartigen Stuhl eine Frau mit einer Krone aus Knochen, tierisch wahrscheinlich, vermutest du, vielleicht aber auch menschlich. Man kann es nicht so genau auseinanderhalten, weil Jandrik kennt sich damit nicht so gut aus. Und in relativ edle und normale Kleidung gekleidet, aber dafür trotzdem viel, viel größer als die normale Frau ist. Sie wächst durchaus fast schon auf die 1,90 hoch. Ich verbeuge mich vor ihr mit einem Lächeln. Willkommen. Ja, danke, Andrik, dass ihr mich war empfangt. Nicht wahr? Ja, Andrik ist mein Name.
Danke, dass ihr mich empfangt. Das ist sehr freundlich von euch. Nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man bedenkt, was wir Menschen euch alles angetan haben in der letzten Zeit. Aber ich bin kein Feind. Ich denke, das ist klar geworden. Ganz im Gegenteil, ich bin hier, um euch vorzuschlagen, unser Bündnis zu vertiefen. Die blutigen Äxte sind auf jeden Fall für deine Worte empfänglich. Du hast uns sehr geholfen beim letzten Mal, auch wenn es nicht so geklappt hat, wie wir dachten und wir nicht alle befreien konnten. Jeder Plan hält so lange, bis man ihn versucht durchzuführen, nicht wahr? Ja. Ich werde es kurz machen, ich will nicht eure Zeit verschwenden. Ich bin wegen zwei Dingen hier. Bald schon wird eine Armee kommen. Sie ist nicht euer Feind, kämpft nicht gegen sie. Wenn ihr es in euch findet, helft uns, kämpft mit uns, wenn es soweit ist. Wenn dieses Land befreit wird, ist es auch für euch leichter, hier wieder zu leben. Das Zweite ist, ich bin interessiert an diesem Mysterium um die Kinder. Irgendetwas stimmt damit nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir herausfinden müssen, was es ist. Die Dorfbewohner sagen, dass ihr die Kinder stehlt und ihr sagt, dass die Dorfbewohner das tun. Der logische Schluss ist, dass es jemand anders ist. Ich will wissen, wer es ist, weil wenn wir dieses Land erobern, muss ich wissen, gegen was wir noch stehen. Es wäre also gut, wenn ihr mir alle Informationen gibt, die ich kriegen kann zu diesen Entführungen. Nun, meine Krieger haben Menschen aus der Stadt gesehen, wie sie die Kinder geraubt haben. Und ihr seid sicher, dass sie aus der Stadt kamen? Ja. Was hatten sie an? Was trugen sie? Sie trugen die Rüstungen der Drachengarde. Das habe ich vermutet. Wir haben schon befürchtet, dass diese Drachengarde ein doppeltes Spiel treibt. Denn dann entführen sie auch die Kinder der Dörfler. Das wird passen zu den Häschern aus Altzoll. Ihr könntet nicht herausfinden, wo sie sie hinbringen? Wir dachten in die Stadt. Aber wenn ihr jetzt sagt, dass die Drachengarde komplett dahinter steckt und das Dorf damit anscheinend nichts zu tun hat, denke ich mal, dass sie sie nach Altzoll bringen. Alle Kinder? Oder gab es ein Muster? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass unsere Kinder noch in der Stadt sind. Ich meine, die Kinder von euch, die entführt wurden, hatten die alle irgendeine Eigenschaft, die sie verbindet? Nein, das war ziemlich wahllos. Mädchen, Jungen, starke, schwache. Sie lehnt sich zurück. Es waren die Kinder derjenigen. Doch, sie haben etwas gemeinsam. Da habe ich bis jetzt noch nie drüber nachgedacht. Es sind die Kinder von denjenigen, deren Eltern im Kampf gestorben sind. Was kann das bedeuten? Alles Mögliche und nichts Gutes. Was will der alte Herr in Altzoll mit Kindern ohne Eltern? Wir werden das herausfinden müssen. Ich danke euch. Wenn euch noch etwas zu dem Thema einfällt, lasst es mich wissen. Eine Frage noch. Wenn hier ein Herr durchkommt und dieses Land befreit wird,
wie ihr sagt. So wird es geschehen. Wer sagt uns, dass wir nicht mitbefreit werden? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, was ihr meint. Ich kann keine Garantien geben. In dieser Position bin ich nicht. Aber ich weiß, dass die Mittellande jede Hilfe brauchen können, die sie kriegen können. Und wenn ihr euch rechtzeitig und eindeutig auf unsere Seite stellt, dann werden sie keinen Grund haben, euch zu bekämpfen. Warum sollten sie? Was haben wir davon, wenn wir an eurer Seite kämpfen? Ich zeig nach hinten. Das, was immer das da hinten ist, und ich meine damit die komplette Ostrabenmark, hört auf. Das Land verwandelt sich wieder, wird wieder normal, wird wieder von den Göttern behütet und nicht von was immer das da ist. Lasst uns nicht von Göttern sprechen. Dieses Land hat schon so viele Götter gesehen und kommen und gehen sehen. Und, seid ihr zufrieden mit denen, die jetzt herrschen? Nun, für eine Zeit lang war ich Herrscherin von Altzoll. Da war ich sehr zufrieden. Aber wahrscheinlich kommt es auf die Situation drauf an, nicht wahr? Das ist eure Entscheidung, auf welcher Seite ihr in diesem Krieg steht. Er wird kommen. Ich bin ehrlich mit dir, Fremder. Ich kann verhandeln. Ich kann mich mit jedem Herrscher dieses Landes arrangieren. Momentan bin ich nicht gut zu sprechen auf den Herrscher von Altzoll. Er hat mich von dort vertrieben und die meinen mit. Das bedeutet, ich habe eine leichte... ein Dissens, würde man bei euch sagen, nicht wahr? Aber dann ist es doch einfach. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Ich verlange von euch keine ewige Treue. Mein Volk ist stark im Kampf. Wir wären ein durchaus guter Verbündeter. Ich kann verstehen, warum ihr das möchtet. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Kräfte nicht umsonst hergeben. Es gibt bestimmte Gebiete in diesem Land, die uns heilig sind. Und die wollt ihr behalten? Die fordern wir. Niemand von euch aus dem Reich, was dort kommt, soll Anspruch darauf haben. Wir sind dann die diese Gebiete verwalten. Verstehe. Könnt ihr uns das zusichern? Sagt mir, welche sie sind. Und ich werde die Botschaft weitergeben an jene, die es können. Dann haben wir eine Vereinbarung und die blutigen Äxte werden an der Seite eures Heers kämpfen. Wenn ich die Zusicherung habe, melde ich mich wieder. Bis dahin suche ich eure Kinder. Dann lächle ich nochmal, verschmitzt. Es war mir eine Ehre. Drehe mich langsam um. Okay. In Altzoll sind währenddessen Illina und Mora auf dem Weg auf den hohen Hügel, wo das prunkvolle Anwesen von Jardin Schwarzbach prangt. Ihr müsst nicht vorbei ganz an. In Altzoll, soweit sind wir noch nicht. An Geisfeld. Ihr müsst vorbei an den üppigen Weinbergen, seht die ganzen Arbeiter und Arbeiterinnen dort. Und dieses Gebäude alleine schon hat Illina erst von Weitem gesehen, man kann es aus der Stadt aus sehen. Es ist schon sehr, sehr prunkvoll. Und auch jetzt, wenn du dich näherst, mit allerlei edlen Hölzern gebaut und auch mit teilweise Edelsteinen verzierte Türen kann man sehen. Sehr viel Tand und sehr viel Statuen aus verschiedensten Metallen, die sie den Weg säumen. Immer die gleiche Person zeigend oder Personen, die ähnlich aussehen. In irgendwelchen teuren Gewändern und merkwürdigen
herrischen Posen. Aber es sind keine Götterstatuen, was man vermuten könnte. Es sind meistens die Figuren, und Mora wird es dir bestätigen, die ja den Schwarzbach selbst zeigen. Ja. Ist das hier schön. Lässt sich dieses Spaß einiges kosten? Sehe ich. Also das kann ich mir denken. Er lässt sich eigentlich alles, eine ganze Summe kosten. Mhm. Aber es ist noch üppiger geworden seit meinem letzten Besuch. Noch üppiger. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Die Lina mustert so eine der Statuen. Hat er da Rubine als Augen? Könnte sein. Nicht drüber nachdenken. Oh, manche Leute. Denken nicht zu sehr drüber nach. Ja. Aber er ist ein guter Gastgeber. Das werden wir sehen. Man lässt Mora tatsächlich, wenn sie sich vorstellt, passieren. Man kennt sie ja hier. Und man führt euch in ein tieferes Stockwerk. Also auch das kennt Mora schon. Das sind so die Feierräumlichkeiten des Schwarzbachs, wo Orgien stattfinden und etliche andere Partys, die der gute Herr immer mal wieder veranstaltet. Man sieht noch einen ganz großen, langen Tisch, der größtenteils leergeräumt ist, an dessen Kopfende der dickliche den Schwarzbach sitzt. Und in der Tat, er hat ordentlich zugelegt, seit Mora ihn das letzte Mal gesehen hat. Ist ordentlich in die Breite gegangen. Und er stopft gerade einen großen Schinken in seinen Mund und winkt euch dann zu sich auf. Setzt euch. Mora und ihre Bekanntschaft. Ja, Dean. Lange nicht gesehen. Es ist mir eine Freude. Und sie macht einen höflichen Mir auch. Ich sehe, es geht euch ausgesprochen gut in diesen Tagen. Euer Geschäft floriert, wenn man es so hört. Ja, die Geschäfte laufen gut, ja. Wollt ihr auch ein bisschen Schinken? Ach, gerne. Oder etwas von dem Wein. Holt Wein. Hervorragend. Hätte ich nicht schon einen getrunken. Ich habe mich ein wenig gestärkt, bevor wir zu euch gegangen sind. Aber das war dumm, wenn ich mich so umsehe. Also der Weg hierauf ist anstrengend. Ihr könnt bestimmt noch einen weiteren Wein gebrauchen. Es ist hier tatsächlich der beste. Ich meine, ich habe die Reben gesehen auf dem Weg hierhin. Natürlich ist es der beste. Wächst jetzt sogar im Winter. Die Trauben hängen üppig, ja? Ja, jetzt wo wir diese ganzen Verräter und so alle aus der Stadt irgendwo verbannt haben. Sehr schön. Die ganzen Verbrecher alle nicht mehr hier sind und nicht mehr Unionwesen treiben. Und die neue Bürgermeisterin macht ihren Job sehr gut. Die Drachengarde schützt uns. Was kann denn noch passieren? Aber ja, ich habe so vieles gehört und ich würde gerne mit euch reden, natürlich rein geschäftlich wieder mal. Sagt, ich bin jetzt 2 Abende, glaube ich, hier und ich musste eine unglaublich unangenehme Situation mitverfolgen. Unangenehm? Ihr habt nichts zu essen gehabt. Brot, holt noch Brot. Nein, ich bin untergekommen in einer Taverne. Ich wollte mich ein wenig ausruhen, bevor ich euch mit meiner Anwesenheit belästige. Die Rote Wiese, ja. Ja, richtig. Ihr wart ja auch in der Knochenstube, nebenan. Nein, noch nicht. Super. Es ist richtig gut geworden. Wir haben renoviert. Ihr seid der Gönner. Ja, ich hörte, es soll vorzüglich sein. Aber es gibt hier ein Problem mit Wilden. Ah, die Barbaren, ja. 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 Und noch viel schlimmer, Yadi. Und ich mache mir ein wenig Sorgen, deswegen bin ich hier. Es gibt anscheinend jemand, der mit diesen Wilden paktiert. Ist das so? Das sind schon wieder solche Individuen hier in der Stadt. Es scheint jemanden zu geben, der beim Angriff vor einer Nacht, vor 2 sind es jetzt, entschuldigt, wohl die Wachen überwältigt hat.
und diesen Wilden die Tore geöffnet hat. Und ja, denn ich mache mir Sorgen um Geisfeld. Ich meine, es sind eure Geschäfte, die hier auf dem Spiel stehen. Ja. Wenn hier Menschen sterben, Bauern, die die Felder bestellen. Der Handel läuft so gut und das will ich nicht missen. Ich meine, ich verdiene ja auch ein wenig mit daran, ihr wisst. Deswegen will ich, dass es so bleibt. Lasst mich raten, Kindchen. So wie ich euch kenne. Wisst ihr bestimmt schon, wen es sich handelt. Und ihr wollt diese Information an mich verkaufen. Das wäre natürlich die beste Verhandlungsposition, die ich hätte. Aber ich glaube, ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen. Und dafür, ihr wisst, ich bin sehr effektiv dabei, Personen ausfindig zu machen, wenn ich die richtigen Mittel in die Hand bekomme. Und bei dem Problem mit Grammas habe ich euch doch auch geholfen, oder? Ja, der ist nicht wieder aufgetaucht. Sehr gut. Ja. Allerdings hätte ich ihm ganz gerne selbst den Kopf abgeschlagen. Das habt ihr nicht geliefert. Ein Finger ist das Einzige, was ich euch geben konnte. Das tut mir wirklich leid, aber... Ich habe ihn ausgestellt. Wollt ihr ihn sehen? Wartet mal, müssen wir in den Nachbarraum. Ich hätte mir sowas denken können. Aber wartet doch. Nun, wisst ihr, wenn es diesen Paktierer gibt, der diese Stadt in Unruhe bringt und die Geschäfte stört, dann will ich ihn finden. Mhm. Ja, das ist eine gute Sache. Und ihr wisst, freue mich, dass ihr genau zur richtigen Zeit in dieser Stadt aufgetaucht seid, um dieses Individuum herauszuholen. Ich dachte mir, ich habe immer ein gutes Timing für Geschäfte. Deswegen bitte ich euch, als Freundin des Hauses, als Kennerin und Schätzerin eurer Gastfreundschaft, lasst mich diese Geschäfte regeln dieses Mal. Ihr wisst, ich kann das. Ja. Ich finde diesen Kerl und ich bringe ihn euch. Ja, und ich würde es auch nicht doch besser, wenn der Drachengarde überlassen. Und den Ruhm dieser, wie heißt diese Bürgermeisterin nochmal? Ja, ihr meint die Dergelstein. Genau. Dann habt ihr einen Stein im Brett bei ihr, oder? Noch mehr. Ihr meint, ihr würdet es so drehen, dass ich derjenige bin, der den Verräter bloßstellt? Natürlich, ich meine, letztendlich arbeite ich doch für euch, oder? Eine hervorragende Idee, Pora. Ja. Ich weiß. Ihr bringt mir den Verräter lebend hierher und wir werden ihn im Laufe des Festes morgen Abend... Morgen Abend? Was? Ihr habt aber Ansprüche. Naja, ihr seid Mora. Ihr wisst, wenn ihr mir nur so wenig Zeit gibt, dann brauche ich eine gewisse... Ihr braucht Geld. Vollmacht. Ihr sollt haben, was ihr möchtet. Ja, Dean. Ich meine, ihr bezahlt mich auch teilweise. Ihr wisst, ich habe Geld. Nein, nein. Das letzte Mal gab es eine gewisse Vollmacht, mich über Tür und Tor hinwegzusetzen und jedes Mittel war recht, Grammas zu finden. Ich denke... In so drastischen Zeiten muss man wieder zu drastischen Maßnahmen greifen, oder? Ja. Wenn ihr mir nur einen Tag gibt, einen Verräter, der noch vollkommen unbekannt ist, ausfindig zu machen, dann völlig muss unbekannt. Ich... Völlig, völlig unbekannt. Ja. Ich verstehe, was du darauf hinaus wollt. Leider ist es inzwischen so, dass... Nun, ich kann euch so einen Schrieb ausstellen. Natürlich kann ich das. Und ich denke, er wird euch viele Türen öffnen. Ich muss noch vorher ein paar Hebel in Bewegung setzen, dass wir eine zweite Unterschrift unter den Schrieb kriegen, damit es... Nun, meine Macht ist eher... Belzin, meint ihr? Oder wer ist jetzt im... Naja, egal. Naja, wenn ihr hier in der Stadt überall hin wollt, braucht ihr die Unterschrift von der guten Dergelstein. Aber das kriege ich hin. Die frisst mir quasi... die Träubchen aus dem Munde. Ihr Charmeur. Natürlich tut sie das. Die ist etwas alt für meinen Geschmack.
Ja, ich meine... Und nichts auf den Rippen. Ich mag Frauen mit was auf den Rippen. Nun, Liebe geht durch den Magen, oder? Und sie brustet ihm zu, nippt am Glas, aber Elena merkt vielleicht, dass sie nur kurz ihre Lippen benutzt. Ihr braucht auf jeden Fall was von dem Schinken. Ihr seid ja total ausgemergelt. Ja, ich achte auf meine Linie. Die langen Reisen sind ziemlich anstrengend. Glaubt mir, nichts verrät euren Stand besser als etwas... Hüftgold? Naja. Kann ja auch nicht jeder so drahtig sein wie eure Begleitung dort. Wo habt ihr das Mietschwert her? Sieht interessant aus. Läuft so um Elena rum. Finger weg. Ja, die ja, kostet ja, ich mich passe. Einiges. Ich weiß schon. Mal gucken, nicht anfassen. Wie viel Richtig. Zahlt Mora euch? Genug. Ich verdopple. Elena nickt nur und steht die ganze Zeit ziemlich kerzengerade, da atmet, konzentriert. Ich verdopple. Verdoppelt. Ja, die verdeppt mir das Geschäft. Ich dachte, ihr habt Manieren. Ich brauche noch sowas in meine Sammlung. Sie ist exotisch. Ich wusste, dass sie euch gefällt. Es ist ja auch nur Zufall, dass ich sie mitgebracht habe. Nichts ist Zufall. Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid, während diese ganzen Dinge passieren. Es ist kein Zufall, dass ihr mir diese exotische Schönheit hier vorbeibringt. Und es ist kein Zufall, dass ihr einen Freibrief von mir haben wollt. Für einen... Wollt ihr mir etwas unterstellen? Nein. Ich bin euch ja dankbar, dass ihr das machen wollt, was ihr machen wollt. Und wart ihr jemals unzufrieden mit meinen Arbeiten? Nein. Ihr liefert immer gute Arbeit ab. Deswegen... Seht ihr? Also ihr braucht dieses Individuum noch und wolltet nur ein bisschen damit angeben. Ich bin sehr neidisch, Mo. Nun, auch ich muss mit meinen... Ich darf mit meinen Reizen halt auch nicht geizen. Und was habe ich denn? Ich meine, wir beide haben Geld. Nein, das leider nicht. Vielleicht auch besser so. Aber ihr könnt auf jeden Fall nicht in der roten Wiese unterkommen. Das ist ja völlig unter eurem Niveau. Ich lasse im Gästetrakt ein 2 Zimmer für euch bereit machen. Hervorragend. Ich wusste, ihr seid ganz der Gentleman. Aber ihr wisst, ich muss mit meinen Nachforschungen nachgehen. Ich meine, wir müssen das Schwein doch finden. Ich sorge für den Freibrief. Es muss ja schnell gehen, damit ihr auch schnell handeln könnt, nicht wahr? Natürlich. Jetzt redet ihr so wie ein Geschäftsmann. Ja, und alleine schon der... Selbst wenn ihr es nicht schafft bis morgen zu der großen Feier, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr anwesend wärt. Diese Feier, ich weiß, ich war schon mal Gast auf einmal. Was hattet ihr geplant im Detail? Nun, nein, der Blick wird stechend. Die neue Lesewein muss eingeweiht werden, wenn ihr versteht. So wie das letzte Mal? Oh, wir haben alles noch ein bisschen verfeinert. Wir haben extra einen Dieb in den Zellen unten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es wäre noch besser, wenn wir den Verräter kriegen könnten. Der Ruhm wäre auf eurer Seite. Und sie prustet noch einmal und diesmal nippt sie noch nicht einmal. Oh, und der Wein wird so viel besser schmecken, wenn es ein Verräter ist. Dann gehe ich mal ins Werk. Elena muss im Hintergrund beherrschen, dass er nicht mitkriegt, wie sie ein bisschen aufstößt, wie sie so ein bisschen sich die Miene verzieht, also diese Bemerkung macht. Elena, hast du gehört? Wir haben Arbeit. Wir machen uns ein wenig frisch und dann gehen wir ans Werk. Yardin, ihr wart ein hervorragender Gastgeber und seid es noch. Ihr habt euren Preis noch gar nicht gesagt. Ich dachte mir, ich könnte das ein wenig verzögern, aber... Es ist sehr kurzfristig. Das kostet. Es ist ein Unbekannter, das kostet auch. Ich muss euch nicht sagen, wie sehr es den Preis alles hochtreibt. 150 Goldtaler. Wisst ihr was? Ich zahle euch 130 und
bessere Kleidung. Sie gehört nicht zur Verhandlungsmasse und sie zeigt schnippig mit dem Finger zu Elena. Ja, denk ja, ich habe das schon begriffen. Stellt sich so neben Elena und haucht ihr so ins... falls sie irgendwann mal nicht zahlen kann, komm zu mir. Ich zahle viel besser. Mura verdreht die Augen, weil sie es hört. Lena schaut so abschätzig auf den, ja, den, vielleicht ein Stückchen herab, weil sie ein bisschen größer ist. So. 130 und was war das noch einmal? Ihr habt bestimmt passende Kleidung für die Feierlichkeit. Bestimmt. Also ein Satz hochwertige Kleidungsstücke und 130 Gold. Sehr gerne. Und sie reicht ihm die Hand. Und, Moment, ich habe noch etwas, um drauf zu legen. Es ist neu. Wartet einen Augenblick. Stiefelt zu so einer Truhe, macht die so auf und holt einen Flakon heraus, in dem so eine violette Flüssigkeit drin ist. Das hier gebe ich noch oben drauf. Was ist das? Und sie schnippt es ihm so aus der Hand mit einer sehr schnellen Bewegung. Das ist der... meine neueste Erfindung. Ich wusste nicht, dass ihr unter die Erfinder gegangen seid. Nee, man muss immer erfinderisch sein, wenn man neue Geschäftsfelder erschließt. Nun sag schon, was ist das? Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich würde es auf jeden Fall als... ich glaube, so viel wie ihr herumkommt, es wäre sehr gut, wenn ihr es dann auch benutzt. Irgendwo anders und ein paar Mal meinen Namen fallen lasst und... ist schon. Flüssiger Charme. Verstehe. Ja. Das ist der Hauch der Traube. Und sie lässt es jetzt schon in ihre Manteltasche fallen. Wollt ihr es nicht einmal probieren? Also, es ist ja, ein Duft, ihr versteht. Ich bin eurem Charme doch schon längst erlegen. Passt auf, nicht zu viel nehmen. Es hat, wenn es so wirken sollte, wie es, also es ist extra für Frauen gemacht, damit die Wallungen der nicht mehr so ganz fähigen Männer in, ihr wisst schon. Ah, ja, natürlich, ein wenig Überzeugungskraft. Wir verstehen uns. Natürlich. Ihr seid ja immer noch nicht vergeben, wie ich sehe. Ja, denn das Thema hatten wir. Unsere Beziehung ist rein geschäftlich. Ach, nein. Vielleicht irgendwann mal. Wenn ihr nächstes Jahr nochmal mal wiederkommt, dann kann ich euch an meinen Sohn vielleicht vermitteln. Ach ja, den. Ja, ich höre, er ist ein Taugenichts. Adieu. Komm, adieu, Elena. Mora. Und, auf Wiedersehen, hübsches Mietschwert. Lena salutiert ihn kurz, ohne die Hand, also so einfach nur kurz und dreht sich dann und geht einen halben Schritt hinter Mora wieder raus. Entschuldigung. Elena kann sich ein bisschen länger beherrschen oder so. Lässt sie die Anspannung fallen und er fällt dies aber dann auch gleich wieder aufbaut, um halt nicht aufzufallen, dass halt, wenn sie da jetzt wirklich noch auf dem Gelände sind, dass irgendwer sie sieht. Ist er nicht charmant? Durch und durch der Mann meiner Träume. Hm. 130 Gold. Das ist ja eine ganz schöne Summe. Sogar ein bisschen mehr, als ich für Grammas bekommen habe. Gut, oder? Das ist sehr gut. Wie bekomme ich davon? Das ist Verhandlungssache. Mit dieser Frage verlassen wir dann auch die Rabenmark heute. Ui. Oh, Leichen im Keller. Leichen auf Aber Festen. Sowas von... Ja. Yeah, nice. Recording stopped. Ich freue mich schon darauf, wenn Jandrik und
und Osko und Astanio zusammentreffen und sie dann rausklamüsern, dass die gute Frau gelogen hat wie ein... Ah, wird das schön. Ja, entweder hat sie gelogen oder sie weiß ja nicht, was die Drachen gerne treibt. Oder das, aber... Ja. So wie das sie für die Himmel rausfinden. Oh ja. Aber ich glaube, ich weiß schon, wen Astanio als Schuldigen vorschlagen wird. Ja, dann haben wir das nächste Mal vielleicht eine Festivität auf dem Weingut. Ja, eine ziemlich blutige Festivität, so wie ich das nicht an den Anschein habe. Ich muss nur noch gucken, dass Jandrik da nicht allen den Kopf abschlägt. Ich lehne auch nicht, also. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Ein bisschen Rätsel auflösen und ein bisschen investigatives Ding. Und mal schauen, es nähert sich das Kapitel Geißfeld, glaube ich, ein bisschen rascher dem Ende. Gucken wir mal, wie es dann irgendwie weitergeht. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank auch nochmal für den Raid von... wer war es nochmal? BSK Vertonung. Und die wurden auch nochmal geradet von Geronimo. Und das haben quasi die Leute weitergeleitet. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier gespielt haben, wir spielen das jeden zweiten Sonntag hier. Müssen wir mal gucken, es kommt jetzt langsam so eine Zeit, wo so einzelne Personen immer mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Termine wahrzunehmen, aber wir versuchen das möglichst, dass es nicht ausfällt und dass wir irgendwie trotzdem weiterspielen. Wir haben das beim letzten Mal mit Elanor, die gefehlt hat, ja auch geschafft. Und ja. Dann kannst du ja alles nachgucken, ne? Genau, geht es in 2 Wochen hoffentlich weiter. Nachgucken oder noch viel besser nachhören als Podcast. Es gibt immer die Splitterdämmerung und Träume von Tod in die üblichen Podcasts. Sachen ein, dann findet ihr uns auch überall auf Amazon, auf Spotify, auf iTunes, überall, wo man so gängig Podcasts hört, sind wir eigentlich zu finden. Und könnt ihr mal reinhören. Und wenn ich das hinkriege, können wir auch die letzte Folge dann auch nochmal mit so irgendwie zusammenschneiden, dass man nicht merkt, dass Elanor da nicht dabei war. Genau, gehen wir jetzt demnächst an. Genau, und außerdem schaut dann nochmal auf Elanor_2002 Kanälen auf YouTube und auf Twitch vorbei. Da gibt es noch eine Reaction über die letzte Folge. Das ist auch irgendwie ganz lustig. Sie wollte auch nicht, eigentlich wollte sie nicht die ganze Folge gucken, hat es dann aber doch gemacht. Ja, es war einfach, ja, so immersiv und fesselnd. Es ist einfach immer wieder. Ich muss auch sagen, die letzte Folge war auch eine sehr gute, fand ich auch. Oh ja. Absolut. Und wenn ihr das später schaut auf YouTube, sind wir auch irgendwie dankbar, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst irgendwie oder irgendwelche anderen Daumchen nach oben oder nach unten oder so. Alle Interaktionen mit dem Video sind wertvoll und zeigen dem Algorithmus an, dass wir was Gutes machen hier. Und das wäre ganz, ganz nett, weil wenn ihr das schon cool findet, dann finden es bestimmt andere Leute auch ganz gut. Empfehlt uns gerne weiter. So. Valionil sagt auch jedenfalls vielen Dank. Der Gevatter sagt auch vielen Dank. La Rocca hat es gegrüßt. Schön, dass ihr so zahlreich hier wart. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, während die anderen noch mal irgendwie auf ihre Kanäle aufmerksam machen können und auf ihre Projekte, die sie jetzt gerade haben. Vielleicht fangen wir da mal bei Kakko an. Und dann gehen wir einmal mal so durch. Und ich gucke währenddessen, wo ich euch gleich hinschicke dann. Ja, da mache ich es relativ kurz, weil leider war letzte Woche wieder nichts los, da war ich auf dem Wacken. Diejenigen, die das vielleicht nachhören, die wissen das dann schon. Für gewöhnlich bin ich auch immer am Wochenende am Stream, da mache ich aber mehr Tabletop-Content als Pen and Paper. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Das heißt, kommenden Sonntag müsste es dann sein. Wenn alles planmäßig läuft, wäre ich dann wieder online. Dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Miniaturenbemalung interessiert. Ich gebe den Staffelstab weiter. An mich, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Weil ich war auch schon mal beim Kakko auf dem Kanal, habe mit ihm den Pinsel geschwungen. Ich hoffe, das werden wir bald nochmal nachholen. Und da ich jetzt auch in meiner neuen Wohnung Internet habe, steht dem nichts mehr entgegen. Mich findet ihr unter Sierra_Streams auch auf Instagram.
und seltener auf meinem eigenen Kanal bei Twitch. Aber vielleicht seht ihr Elena, beziehungsweise Elanor, öfters auf Twitch. Die hat nämlich jetzt auch einen Twitch-Kanal. Ja, naja, wie gesagt, angefangen habe ich letzten Donnerstag mit der Reaktions-Episode-Folge zu dem letzten Stream, wo ich nicht dabei war, vom 24. Juli. Ob ich da nochmal was auf Twitch dann streame? Ich habe da so ein paar Ideen, aber da ich auf dem Feld neu bin, weiß ich noch nicht ganz, wie das funktioniert mit Rechten und so an Teilen, die man dann da zeigt und streamt. Schauen wir mal, was das gibt. Ansonsten habe ich noch Instagram, auch unter elanor_2002 oder YouTube, der gleiche Name. Da könnt ihr euch dann auch den gestreamte Folge auch noch anschauen. Die habe ich hochgeladen. Da habe ich auch unsere Runde hier Splitterdämmerung auch verlinkt. Genau. Und dann gebe ich mal den Stab weiter zu Astanio. Ja, also bei mir geht es momentan recht, sogar lustigerweise recht regelmäßig auf Twitch. Die Sticks-Kampagne, das ist kein Rollenspiel, das ist ein zweiteiliges Videospiel, in dem man einen kleinen Goblin spielt, der sich sehr ähnlich wie Mora nur bereichern möchte und dafür auch über anders aber als Mora dafür auch über Leichen geht. Du unterschätzt Mora. Nicht so sehr, wie der das tut, glaub mir mal. Und ja, ansonsten gibt's bei mir noch dann und wann Design-Streams, wo ich dann Assets für meine für meine Videos baue. Genau. Ja. Leider ist der Bot kaputt und ich kann euch die Dinger nicht einblenden. Wenn ihr später auf YouTube schaut, in den Beschreibungen unten drunter sind auf jeden Fall immer noch die Links zu den Kanälen. Da könnt ihr gerne reingucken, klickt dahin. Und der Marot hat auch noch eine Seite. Was ist das neueste Projekt? Ja, das ist so ein bisschen, ich bin zurzeit eigentlich bis zum Hals tief in dem größten größten Projekt, was ich jemals gemacht habe und möglicherweise machen werde. Na, das wahrscheinlich nicht, aber es ist Pompeji, ein Familiendrama im alten Rom. Da bin ich sehr tief drin. Das habe ich auch schon sehr viel dran gemacht und das wird richtig, richtig groß. Ich habe ja noch ein zweites Projekt, Scherbenkinder, wo ich ja auch schon was veröffentlicht hatte. Das leidet gerade so ein bisschen darunter, weil ich einfach so in Rom stecke, dass ich an nichts mehr anderes denken kann. Aber alles kommt. Einfach mal auf rollenhörspiel.de schauen und auf Twitter @rollenhörspiel mit OE. Und da kriegt ihr mit, was ich gerade so mache. Ja, und auf jeden Fall hat der Marot ja auch noch seine Rollenspiel-Eigenkreation, ne? Das Rollenspielsystem Cinema. Da soll es denn demnächst auch Hack-Veröffentlichungen geben. Also falls ihr bestimmte Settings irgendwie bespielen wollt, Shadowrun oder DSA oder sowas mit seinem Rollenspielsystem, dann gibt es da in Zukunft auch so ein bisschen Hilfestellung, wie man das System dahingehend anpassen kann. Und könnt ihr auf jeden Fall auch mal drauf gucken, wenn ihr Rollenspiel mögt. Also wenn ihr immersives, erzählerisches Rollenspiel mögt, das nicht so viele Würfelwürfe und so beinhaltet. Sich sehr stark auf die Immersion bezieht. Gerade so für Rollenhörspiele Sachen gut geeignet ist, denke ich. Ja, das war's mit der Werbung. Ich schicke euch weiter zu Dalollinger. Der spielt irgendwas mit Hogwarts. Ich weiß nicht, was es genau ist. Guckt mal vorbei, benehmt euch und sagt schöne Grüße. Und Rollenspiel über Hogwarts. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.